ernähren. Und wenn ihr Armut befürchtet, so wird Allah euch durch seine Hand reich machen, wenn er will. Gewiss, Allah ist allwissend und allweise. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind. Die Juden sagen, Uzair ist Allahs Sohn. Und die Christen sagen, Al-Masih ist Allahs Sohn. Das sind ihre Worte aus ihren eigenen Mündern. Sie führen an ähnliche Worte wie diejenigen, die zuvor ungläubig waren. Allah bekämpfe sie, wie sie sich abwendig machen lassen. So. Wir können ja auch hier weiterlesen. Sie haben ihre Gelehrten und ihre Mönche zu Herren genommen, außer Allah, so wie Al-Masih ibn Maryam, wo ihnen doch nur befohlen worden ist, einen einzigen Gott zu dienen. Es gibt keinen Gott außer ihm. Preise ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. So. Habe ich hier gelogen jetzt, mein lieber Mamsel? Nein, also wenn ich das Ganze so sehe, hast du gar kein einziges Mal gelogen, weil es steht auch wirklich da drinnen, ne? Manu, weißt du, ich habe es jetzt selber mitgelesen. Ja. Also, guck mal, wie gesagt, ich bin kein Gelehrter, aber eins weiß ich, okay? Ja. Ich weiß, dass zu der damaligen Zeit auf jeden Fall die Verfolgten waren die Muslime. Okay? Und den Muslimen wurde sehr viel Krieg gebracht damals. Und was die Muslime gemacht, und was die Aber Muslime gemacht haben, Manu, darf ich ausreden? ich Darf muss dich nur ganz kurz unterbrechen, Manu. ich ausreden? Aber du Darf ich weißt aber ausreden? schon, Darf ich wie der ausreden? Islam sich verbreitet hat. Das weißt du, oder? Darf ich ausreden? Ja, okay. Also ich meine, weißt du, was ich meine? Also ich weiß, dass den Muslimen der Krieg gebracht wurde. Okay? Und es gibt auch diese berühmten Schwertverse, worauf sich immer alle berufen und sagen, tötet die Ungläubigen da, wo ihr sie findet und dies und das. Aber die sagen aber nur den Satz und die lesen nicht, was davor und was danach kam. Weißt du, ich meine? So. Verstehst du, ich meine? Und wenn die Muslime Krieg geführt haben damals, dann haben sie Krieg geführt, weil sie verfolgt wurden. Und das ist doch dann auch dann ihr gutes Recht, oder nicht? Ja, aber guck mal, Manu, wie hat sich denn der Islam verbreitet? Sei bitte nur ehrlich. Wie hat sich denn der Islam verbreitet? Wie hat er sich denn, sag du mir als Nicht-Muslim, wie er sich verbreitet hat, sag mal. Bruder, der Islam hat sich mit dem Schwert verbreitet. Das können wir nicht verneinen. Wie hat sich das Christentum denn verbreitet? Mit Missionierung, Missionar. Sektelam, ja, bitte, ja, Gesinnissevim, ja, Doch, bitte, Bruder, ja. Manu. Bruder, Oh ich Mann. bin, ey, bitte, Bruder, ey, guck mal, seid doch fair hier. Ich bin fair, Manu, ich schwöre, ich bin fair. Seid ihr gerade Manu, hier? Manu, Manu, ich bin sehr fair gerade, wirklich. Seid ihr gerade hier? Ich komme wegen einer Diskussion wegen Palästina und Israel rein und ihr probiert jetzt Nein, 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 reden wir über Palästina, auch kein Problem, alles gut. ihr wollt dass ich jetzt den Islam hier auf Literatur rette. Nein, nein, um Himmels Willen nicht, nein, nein. Die Leute sagen mir, Manu, geh raus, weil das sind Hetzer. Ich gehe extra nicht raus, weil ich bin ein Muslim, Gott sei Dank, und ich bin auf der Weide, deswegen ich muss mich nicht verstecken vor gar nichts. Okay? Ja, musst du ja auch nicht, Und sag da, ja und, keiner. und, und was, was, was der Adam hier probiert, guck mal, wenn der Adam das ausdiskutieren will, ich kann Leute hier reinholen, die auf jeden Fall wissender sind als ich, ne, und dann kann er seine Filme bei dem probieren. Oh, Manuel, ganz ehrlich, gerne. Schau mal her, ich habe hier nicht gelogen und ich habe nicht irgendetwas rein Es geht nicht, interpretiert. guck mal, es geht nicht um die Lüge, es geht erstens um den Kontext und es geht um deine Intention. Deine Intention ist hässlich. So. Das stimmt doch nicht. Die Doch, Frage, die Frage, ich habe dir eine einfache Frage gestellt. Ich habe gesagt, deine Intention ist hässlich. es würde mich wirklich interessieren, warum du den Islam als Wahrheit anerkennst. Deine Intention ist hässlich und der Islam ist und bleibt die Wahrheit für mich. Und das ist mein gutes Recht. Das ist ja auch okay. Es ist ja So, okay. und was auch immer für dich die Wahrheit ist, ne, was auch immer für dich die Wahrheit ist, ne, ist auch dein gutes Recht. Und es kommt der Tag, ne? Es kommt der Tag, der jüngste Tag, ne?
Und dann werden wir sehen. Absolut. Und dann werden wir sehen. Ja. Aber noch eine Frage. Mhm. Ich meine, wenn ich glaube ja jetzt an Jesus, ne? Ja, warum ich auch an Jesus. Warum muss ich mich fürchten, irgendwo, sagen wir mal, wenn ich das öffentlich mache in einem muslimischen Land, dass ich dann verfolgt werde und das vielleicht ist doch sogar... Das ist kompletter Schwachsinn. Das ist kompletter Schwachsinn. Manuel, schau mal her. Bleiben wir jetzt wirklich bei der Wahrheit. Es ist nun mal ein Fakt. Das ist nun mal ein Fakt. Und das kann man nicht verleugnen. Das ist eine Lüge, was du sagst. Es ist eine Lüge. Das ist keine Lüge. Du lügst einfach. Du sagst, dass du als Christ in einem islamischen Land nicht leben kannst. Du lügst. Nein, man kann in Arabien zum Beispiel das Evangelium, man kann nicht über das Evangelium sprechen. Warum? Du wirst sofort, Aram, erklär du das, weil wirklich, das ist hart. Warte mal, Flex, in welchem arabischen Land warst du, dass dir das widerfahren ist, dass du das hier vor 1100 Leuten sagst? Wie gesagt, wir haben Leute, die das beweisen können, aber die sind jetzt momentan gerade nicht live. Ja, hast du das erfahren? Du. Also ich habe es natürlich nicht erlebt, ganz, aber ich weiß auf kurz, jeden Fall. Ganz kurz, wir, die Aramäer, kommen aus den muslimischen Ländern, mein Lieber. Schau mal hier, einmal aus der Türkei. Guck mal, hör auf mich, mein Lieber, zu nennen. Das macht mich richtig aggressiv. Du hast jetzt gerade was gefragt, oder? Ich heiße Manuel. Hör auf mich, mein Lieber zu nennen. Ich bin 44 Jahre alt. Okay, Manu. Ja. Pass auf, jetzt auf. Wir Aramäer, wir kommen aus Syrien, aus dem Irak, aus dem Iran, aus Türkei, aus Palästina, aus Arabien, okay? Ja, ich kenne Aramäer. Ich habe aramäische Freunde und Kolleginnen. Sehr schön. Jetzt und, pass auf. Und das gab's und dieses Thema wurde bei uns auch nie behandelt, weil alles vollkommen scheißegal ist. Pass auf. Es ist ja hier, weißt du, wenn man mir was unterstellt, dass ich lüge, dann will ich auch natürlich zum Wort kommen, das eigentlich einlegen. Natürlich. Nein. Bitte. Jetzt pass auf. Der Mittlere Osten vor Mohammed war zu 99% christlich. Ne? Und bis Mohammed gab es keinen Islam, das ist nun mal ein Fakt. Ne? Und jetzt schau dir mal bitte die Zahlen im Mittleren Osten an, wie viele Christen noch dort prozentual leben. Wir sind in allen Jahrhunderten immer wieder entweder geflüchtet oder vertrieben oder unterdrückt worden. Okay, ist das zurückzuführen auf die Religion oder auf die Politik? Nur auf die Religion. Nur auf die Religion, nicht auf die Politik. Das ist so ein Schwachsinn. Das ist so ein. Aber Manuel, du hast mich jetzt was gefragt. Ich antworte dir wahrheitsgemäß, weil ich werde hier nicht lügen. Wir speziell die Aramäer haben mit der Politik seit circa 15, 1600 Jahren nichts mehr zu tun. Das ist nur mal ein Fakt. Guck mal, und ich in keinem dieser Länder haben wir mit der Politik mehr was zu tun gehabt, weil wir eben Christus Nachfolger sind. Und deswegen und nur wegen der Religion wurden wir immer wieder diskriminiert, getötet, vertrieben, misshandelt. Was seid ihr? Ihr seid Christus, seine Nachfolger? Ja. Ihr seid die Nachfahren von Christus, das sagst du gerade? Wir sind seine Nachfolger, ja. Okay. Ja, also Adam, guck mal, ich sag dir, ich bin ein Muslim, ich habe kein Problem mit Aramäern, ich habe kein Problem mit Jesiden, ich habe kein Problem mit orthodoxen Kopten. Das ist wunderschön. Ich habe kein Problem mit niemandem, mit gar nichts auf der Welt. Gott sei Dank. Ihr habt eure Religion, ich habe meine. Ich werde über eure Religion nichts Schlechtes sagen, damit ich nicht Gefahr laufe, dass einer was Schlechtes über meine sagt. Ganz einfach. Das ist das, was der Islam mich gelehrt hat. Okay? Okay. Ganz einfach. So, wenn du, was hast du gesagt, was du bist? Was bist du? Aramäer. Nein, ich meine von der Religion her. Christ. Okay, wenn du Christ bist, dann sei Christ. Wenn das ist, woran du glaubst, dann glaub das halt. Was habe ich damit zu tun? Also sollte jeder eigentlich die Freiheit haben,
Na, ohne Angst zu haben, an das zu glauben, was er will, ohne irgendjemanden zu schädigen, oder? Jeder kann glauben, das, was er will. Du glaubst glaub doch, was du willst. Das ist eine wunderschöne Ideologie, absolut. Weil jeder soll glauben, was er will, aber er soll seine Ideologie oder seinen Glauben den anderen nicht aufzwingen. Und genau. Besonders nicht mit, und nicht mit Gewalt. Ja, man kann den Islam niemanden aufzwingen. Aber Manu, darf ich dir was sagen? Als ob ich dich davon abhalten könnte, Flex. Manu, guck mal, ich habe zum Beispiel zu Hause eine Überlieferungskette, weil das Ding ist, ich bin immer noch im Auto. Ich habe eine Überlieferungskette, wo es drinne steht, es ist sogar ein Sahih, okay? Wo drinne steht, du musst den Islam verbreiten, ja? Bis ja. sie den Islam angenommen haben. Diese Überlieferungskette habe ich auch, wo aber auch drinne, ganz, ganz klar drinne steht, sie müssen angekettet werden, bis sie den Islam annehmen. Angekettet? Hallo? Das ist ja Zwang. Das ist Zwang. Das widerspricht sich. Wer ist das denn jetzt? Rakete, warte kurz. Ich habe diese Überlieferungskette zum Beispiel, Manu, und ich würde es dir sehr gerne zeigen, nur wenn du selber sagst, du willst es selber sehen. Ja, weil wie gesagt, ich bin jetzt noch unterwegs mit dem Auto, aber Aram, du kannst ruhig weiterreden, ne? Also aber, wie gesagt. Aber warte doch mal ganz kurz, okay? Ja. Warte doch mal ganz kurz. Guck mal, sollen wir jemanden hier reinnehmen, der ein bisschen wissender ist als ich? Der hat bestimmt Antworten auf diese Sachen. Wer ist denn die Person? Sag mir mal bitte, wer das ist. Der Bruder Bilal ist hier drin, okay? Ja. Bruder Bilal müsste hochkommen. Wer denn? Es gibt einmal ein Bilal Gold und dann gibt es einmal ein Bilal. Bruder Bilal. Bruder Bilal und Bilal Gold sind beide wissend. Du kannst beide hochholen. Okay, weil ich will nicht, dass zu viele da sind, weil ich weiß das ist dann ein Chaos hier. Nein, das sind vernünftige Leute, ich kenne beide. Okay, alles klar, weil dann hole ich beide hoch, weil das Problem ist, wenn zu viele drinnen sind, dann ist ein Chaos hier drinnen und das vermeide ich gerade. Nein, es wird kein Chaos, das Bruder Bilal. Okay, ich hole die hoch, alles gut, ich hole die hoch. Weil sonst ist richtiger Chaos hier und darauf habe ich keine Lust. Eins nach dem anderen. Kann ich auch hochholen, aber Leute, bitte kein Chaos hier, ne? Kleinen Moment. Wer ist der Nächste? Der Bilal Gold habe ich jetzt angenommen. Ach so, meine Anzahl ist erreicht. Ja, Rakete, ich setz dich nur ganz kurz runter, hole jemand kurz hoch. Ist das okay? Ja, mach doch. Okay, alles klar, weil dann ist besser, weil dann können wir auch hier gerne darüber sprechen, das ist kein Problem. Bilal Gold, hier haben wir Bilal Gold. Assalamu alaikum, Jamian. Alaikum salam, servus. Merhaba. Merhaba denn? Was geht ab am frühen Morgen? Erstmal einen Knopf, was ja Salami. Nein, wir sind ja am Diskutieren. Guck mal, ich will nur was zu diesem Aram sagen, ne? Ja. Servus erstmal, Aram. Ich hoffe, dir geht's gut. Danke, alles gut. Alles gut, freut mich. Du hattest ja gesagt, du hast ja die Frage gestellt gehabt, ob Gott die Schöpfer liebt. Nicht die Schöpfer, die er erschaffen hat. Die Menschen. Die Schöpfung, ja. Genau, die Menschen, okay? Ja. Kinder? Bitte? Hast du Kinder? Ja. Liebst du deine Kinder? Absolut. Okay, wenn, sagen wir mal, du Kinder hast, die Scheiße bauen, liebst du die trotzdem? Ja. Also willst du mir sagen, dass du barmherziger bist als unser Schöpfer? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, aber du willst doch unterstellen, dass unser Gott, also an dem wir alle glauben, die Menschheit nicht liebt. Es gibt böse Menschen und es gibt schlechte Menschen. Okay? Richtig. Die bösen Menschen können ja eines Tages Reue haben. Mhm. Das heißt, er würde die auch annehmen, weil er bei uns barmherzig ist und allverzeihend. Okay, das heißt, in dem Moment, wo die auch böse sind, hasst er sie nicht. Okay. Wenn du deine Kinder, wenn die Scheiße bauen und du sie ja trotzdem immer noch liebst, weil die deine Kinder sind, wie kannst du uns versuchen zu erklären, dass der die Menschen von uns nicht liebt? Okay. Das Ding ist, Aram, warte mal, Frankie oder Flexi, guck mal,
Zu dir komme ich jetzt auch. Ich will ja auch gar nicht lange drinnen bleiben. Wisst ihr, was ich gar nicht korrekt finde? Vor allem bei dir, Flex, Banderos, keine Ahnung. Der Manu kommt rein. Okay? Der Manu, der ja. ist bekannt. Der Manu ist bekannt, der ist nicht gegen Christen. Wir sind alle nicht gegen Christen, wir sind nicht gegen Juden, wir sind gegen keine andere Religion. Wir lieben unsere Religion und ihr könnt eure Religion lieben, aber wir sind auch nicht gegen die. Okay? Und wir lieben die Menschheit. Manu ist ein Mensch, der jeden Tag gegen Rassismus kämpft. Jeden Tag kämpft er gegen Rassismus. Mhm. Und wisst ihr, was das Schlimmste von allem ist? Flexi, wenn ich Flexi anschaue, ich sehe Manu. Aber Flexi versucht denn die ganze Zeit hier vorne bloßzustellen vor den Menschen. Wen will ich bloßstellen? Den Manu. Den Manuel. Hä, warum will ich... Halt. Natürlich, weil immer wenn der Manu was halt. Nein, das lasse ich nicht zu. Bilal, das geht echt nicht. Das geht echt nicht. Nein, keine Opferrolle spielen, bitte. Eire, fick bei Eire, jalla, verpisst euch. Guck mal, Manu, Respekt, Manu, den der Islam dir beigebracht hat, mit Menschen so zu reden. Manu, ganz kurz, Leute, bitte ganz kurz mich reden lassen. Manu, guck mal, ich wollte zu Worten kommen, er hat uns beleidigt. Du hast gesagt, er sei anständig. Er ist anständig, der ist mein Bruder. Okay. Ja, okay. Aber guck mal, wie er redet. Mach mal kurz hoch, bitte. Komm, mach mal kurz hoch. Manu, hast du ganz selber kurz, gesehen, Manu, wie der also redet? Sein Anstand. Also mach mal ganz kurz mit allem Respekt, aber seinen Anstand haben wir jetzt gerade gesehen, das ist nicht okay gewesen. Also das ist jetzt ganz recht, okay, das ist dein Kumpel. Warte ganz kurz bitte, das ist dein Kumpel, ist alles in Ordnung, aber das war nicht respektvoll, das war sehr beleidigend und das war nicht okay. Und wenn das mein Freund gewesen wäre, hätte ich ihn jetzt zurechtgestutzt. Ganz einfach. Guck mal, wenn ich was mit ihm zu besprechen habe, dann mache ich das bestimmt nicht vor 1100 Leuten. Was ich mit ihm privat rede, lass das bei mir sein. Und ich weiß, was ich nicht gehört. Okay, alles gut. Adam, Manuel. Ganz kurz, bevor wir weitermachen, Bilal, ganz kurz, zwei Sätze. Okay. Bilal hat sich widersprochen. Bilal, komm bitte nochmal hoch. Rabbi redet. Genau, Salam. Bilal, komm nochmal bitte hoch. Und zeig uns bitte aus dem Koran irgendetwas über die Nächstenliebe. Über Fremdenliebe, nicht in der Umma-Liebe, sondern Fremdenliebe. Andersgläubigenliebe, bitte. Danke. Bruder Bilal. Naam, Assalamu alaikum, hallo, wie geht's? Wa alaikum, Assalam, wa rahmatullah, wie geht's? Alhamdulillah, Bruder. Ich wollte mir erstmal ein bisschen kurz anhören und dann mal schauen, was hier noch so ist. Aber Alhamdulillah, du machst deine Sache gut, weil du bist ja eingekesselt von 4 Leuten, jeder versucht irgendwas zu zeigen. Das war natürlich Schwachsinn, was eben gezeigt wurde. Wie du schon gut gesagt hast und richtig gesagt hast, wurde der Offenbarungsanlass nicht beachtet. Der Kontext wurde nicht beachtet. Und deswegen, das sind schwache Aussagen. Aber Alhamdulillah, wir sind hier, Bruder, Wir können gerne weitermachen. Bilal, warte kurz, Leute. Bilal, so kagana kasa. Nasuni msemeka. Okay, enye aden ye chiremu adia de bia mu pese mu turn around, mu pese mu ji adie nu di die waso. Aden. Komma, du wie sagen wir auf Deutsch? Wir reden auf Deutsch. Bruder, wir müssen persönlich mal reden, jetzt mal ohne Spaß. Ja, ich hab doch gesagt, komm gerne nach Hamburg, du bist immer eingeladen. Jeder ist eingeladen nach Hamburg, wir können mal gerne einen Kaffee trinken, kein Problem. Okay, Udia Bilal, Udia Kassa, ich geb dir Rederecht, Udia Kassa Mieti. Ja, natürlich, na so, nimmst du mit dir, mir Nippa, nimmst du sie mit Kassa. Sie hat sie mir Baufia, Uber Mama Baufia. Hä, dein Ernst? Ich frag dich doch nur, Bruder, chill doch. Mir gisa keke. Natürlich. Er fragt, wenn ich zu dir kommen möchte, darf ich zu dir kommen. Warum nicht? Erzähl mir, was dich zweifeln lässt, dass ich dich nicht zu mir nach Hause einladen würde. Minimo, sei mit dir, Minimo, Herr Kassa. Udia Kassa, Mitio, Udia Kassa. Okay, so. Jeder ist willkommen und das, was der Islam uns lehrt. Jeder ist willkommen und jeder kann natürlich gerne, soll mich anschreiben. Die Leute wissen, ich fahre nach Berlin, ich fahre nach Düsseldorf, egal wer mich fragt, ich bin sofort da. Wenn eine wichtige Sache ist, ich bin da. Okay, wo waren wir gerade? Genau, beim Offenbarungsanlass. Wo ist der Bilal hin? Wo ist der Bilal hin von vorhin?
Also, er hat gesagt, also Flex hat gerade gesagt, warum immer, wenn wir euch Verse zeigen oder Sachen aus dem Koran zeigt, wollt ihr sie nicht einsehen? Ne? Das war ja deine Frage gerade. Dann ist nein, nein, die Frage ist, Manu, pass auf, die Frage ist eigentlich viel besser, hat es der Rabbi Ben Zakkai gestellt. Der Bilal hat dieses und jenes behauptet, dann soll jetzt der andere Bilal bitte das uns aus dem Koran zeigen, wo da... Der Bilal ist weg, der ist doch raus. Hier ist doch Bruder Bilal. Ne? Ja, ja, der andere Bruder Bilal, der kennt sich ja auch aus, oder? Soweit ich kann. Jeder Mensch. Gut, super, dann zeig uns bitte die Nächstenliebe im Koran gegenüber die anderen Denkenden. Stopp, du bist doch derjenige, der gerade einen Vers gezeigt hat, oder? Ich zeige dir jetzt nochmal einen. Weil der andere Bilal rausgegangen ist, leider. Wir machen einen nach dem anderen. Du hast gerade einen Vers gegeben, hast du mal dem Bruder Manu gegeben. Ja. Ich weiß nicht, welcher Vers das immer... Das war Sure 9, Vers 29. Okay, 28. Wir haben von 28 bis 30 gelesen. Genau. Ja. So, okay. Jetzt sagt dir Manu, dieser Vers hat einen Offenbarungsanlass, richtig? Das ist das, was er darauf geantwortet hat. Du hast den Offenbarungsanlass, beziehungsweise den Kontext nicht hervorgebracht, beziehungsweise auch nicht verstanden. Dann seid ihr wieder geskippt und sagt, Manu möchte nicht verstehen. Aber ihr seid doch gar nicht auf den Punkt, den Manu gebracht hat, eingegangen. Was für einen Punkt hat der Manu gesagt, wo wir nicht eingegangen sind? Dass dieser Vers, so wie jeder andere Vers, beispielsweise einen Offenbarungsanlass hat. Und du den Vers nicht so interpretieren darfst, wie es dir gerade passt. Okay. Das hat der Bruder vollkommen richtig gesagt. Was muss man machen, dass man diesen Vers verstehen kann? Unter anderem das Erste, was du machen kannst, ist den Tafsir lesen. Den Tafsir? Zum Beispiel. Okay. Aber Bilal, Unim says, so read die Tafsir, na, ja. Das ist noch viel ganz schlimmer, kurz. Das weißt du, Bruder. Ganz kurz. Was ist viel schlimmer? Okay. Das ist der Tafsir von Ibn Kathir zu Sure 9. Pass auf, ich gehe mal runter. Schau. Welche Seite? Sure 9. Guck mal, da, jetzt ist es erstmal wichtig. Jeder Muslim weiß, was er als Referenz nehmen kann. Ich möchte dich gerade nicht unterbrechen, aber man weiß ungefähr, was man als Referenz nehmen kann, welche Seiten man benutzen kann, welche Seiten man nicht. Bei euch sieht man immer sunnah.com. Ist für mich keine Referenz, benutze ich nie. Nie. Das ist keine Sonne. Hier habe ich das hier. Das kannst du bitte anschauen. Das war nur ein Beispiel. Quran, KSO, EDU. Ich meine, es sind verschiedene islamische Seiten da drin. Wir können jetzt nicht sagen, das ist jetzt hundertprozentig richtig und das ist hundertprozentig falsch. Das sind, wie gesagt, das sind eure Seiten, die haben nicht wir geschrieben. Ne? Und jetzt sind die Tafsire. Ne? Also viele Seiten sind von Nicht-Muslimen gemacht. Schau mal her, Quran, KSU, EDU. Alles gut, geh rein, alles gut. Okay, schau, das ist Sure 9, Vers 29. Wir gehen zum Tafsir von Ibn Kathir. Und Ibn Kathir ist Sahih, also, ne? Bekennen wir diejenigen, die nicht an Allah heißt es eigentlich, ne? Oder an den jüngsten Tag glauben. Und verbiete nicht, was Allah und sein Gesandter verboten haben. Und folge nicht der Religion der Wahrheit unter denen die Heilige Schrift gegeben wurde, bis sie ihnen die Steuer entzogen haben. Sie waren klein. Ja. Also im Arabischen klingt das natürlich viel, 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 viel schlimmer. Ne? Geh ruhig auf den Tafsir ein, ich warte. Sind wir doch, haben wir doch, da? Nein, du hast... Bekämpft hier. Das ist nicht der Tafsir. Was ist der dann? Was steht hier? Du brauchst die Erläuterung von dem Vers. Hä? Du brauchst die Erläuterung von dem Vers. Steht Tafsir. Schau mal her. Was steht hier oben? Interpretation, Tafsir, Erklärung von Ibn Kathir zu Sure 9, Vers 29. Er wiederholt gerade den Vers. Geh mal weiter runter. Ja, wir gehen weiter runter, kein Problem. Er sagte, bekämpft diejenigen, die nicht an Gott, also Allah oder an den jüngsten Tag glauben und verbietet nicht, was Allah und sein Gesandter verboten haben und folgt nicht der Religion der Wahrheit unter denen das Buch gegeben wurde, bis sie dafür bezahlen, als sie jedoch nicht an Mohammed glaubten, möge Gott
ihn segnen und so zu tun, gab es für sie keinen Glauben mehr. Das gilt für keinen. Aber das ist kein Tafsir, weil ich weiß nicht, mit was du gerade arbeitest, aber das ist kein, der Tafsir von Ibn Kathir ist an jeder Stelle 100-mal ausführlicher. Ich weiß nicht, mit was du da arbeitest, ich kenne die Seite nicht, aber normalerweise ja, würde jetzt. Kannst du die Seite sehen? Ja, ich habe das. Das ist, glaube ich, sogar von den Saudis. Kenne ich nicht. Ja, KSU, EDSA ist meistens in Saudis. Bitte, ja. Bilal, mit allem Respekt ganz kurz bitte. Bitte. Also du siehst, das ist der Tafsir von Ibn Kathir. Der Bruder Aram liest das gerade vor. Nur weil du es jetzt nicht kennst oder nicht bewandert bist da drinne, stell es bitte nicht in Frage. Das ist keine Quelle, die er sich jetzt selber erfunden hat. Das ist keine Internetseite, die er eben gerade gebaut hat, sondern das sind eure Quellen, eure Internetseiten, eure Übersetzungen, eure Überlieferungen. Also bitte dann auch mit Respekt uns gegenüber, wenn wir schon eine Quelle bringen, weil wir reden hier mit Quellen und ihr redet hier, bisher habe ich noch nicht eine einzige Quelle gesehen. Also wie bitte viel, okay, dem Bruder viel, dann auch... Wie viel gibst du mir, wenn ich dir jetzt zeige, dass es kein Tafsir ist? Bilal, bitte, ganz kurz, lass mich dann auch bitte. Bilal, lass mich bitte aussprechen. Ja, dann mach das. Okay, danke schön. Bitte. So, du unterbrichst den Bruder. Du brauchst gar nicht so einen aggressiven Ton an den Tag legen. Hallo, du brauchst gar nicht so aggressiven Ton. Ich rede ganz normal. Ja, ich weiß gar nicht, was du mit der Scheiße. Red vernünftig, der redet doch auch vernünftig. Wer soll aufhören mit der Scheiße? Wir reden doch ganz normal. Der ist ein vernünftiger Mann. Du brauchst dir nicht Respekt beibringen. Der hat Respekt. Jungs, wir sind hier alle ganz normal gechillt, okay? Ich habe überhaupt gar nicht gesagt, er soll. Ich will ihm gar nicht Respekt beibringen hier oder irgendetwas. Unterstellen mir bitte nichts. Aber es wird hier die ganze Zeit unterbrochen, wenn der Bruder hier was zeigen möchte. Dann habt doch bitte den Respekt und seid doch ganz kurz ruhig und hört euch das an. Wo ist das Problem? Haben wir Respekt, Habibi? Ich sehe gerade keinen Respekt. Dein Freund kam hier gerade rein und hat beleidigt. Das war kein Respekt. Das ist kein Respekt. Ich weiß nicht, ob du Respekt gelernt hast, aber das ist kein Respekt. Wir reden doch gerade vernünftig. Er unterbricht ihn die ganze Zeit und stellt die Quelle in Frage und das ist nicht fair. Ja, aber er hat doch eine Meinung. Darf er keine Meinung haben? Er stellt die Quelle in Frage und lässt den Bruder nicht aufnehmen. Okay, als Adam. So, und jetzt? Ist doch nicht schlimm. Jungs, es ist alles gut. Es ist alles okay. Bilal, wenn du einen Tafsir hast von Ibn Kathir, dann tu ihn uns doch bitte präsentieren. Wir haben ja nichts dagegen. Im Gegenteil. Wir werden froh. Bilal, wir machen dich groß, dann zeig uns mal denselben Tafsir. Das ist ja gar kein Problem. Mein Gott, komm, blende das mal ein. Guck mal, ich habe kein Problem. Hört ihr mich? Ja. Wir hören dich sehr, sehr gut, okay. Na klar. Perfekt. Ich bin gerade auf Arbeit. Was ich dir jetzt erklären möchte, ich kenne einen... Bilal, warte, me pao chou, me ba, Bruder, so ni Quelle, wenn du keine Quelle hast, Bilal, den Bruder, den brauchen wir gar nicht weiterreden, Bruder, weil das ist... Hör doch mal zu. Ja. Jeder Tafsir, ich weiß, wie ein Tafsir aussieht, du weißt, wie ein Tafsir aufgebaut ist. Gerade, was er gezeigt hat, ist nicht der Tafsir. Guck mal, ich habe ihn gerade nicht vor mir. Und ich habe ihm gesagt, was gibst du mir, wenn ich dir zeige, dass es kein Tafsir ist? Das kann nicht der Tafsir von Vers 29 sein. Das ist viel zu kurz. Das jeder Muslim sieht das auf den ersten Blick. Auf den ersten Blick. Deswegen gib doch einfach mal, gib einfach mal Tafsir, Sure 9, Vers 29 ein. Du stößt direkt auf Quellen, die 100-mal länger sind. Er zeigt mir 5 Sätze. Das stimmt doch nicht. Der ging doch viel weiter. Ja, das waren meinetwegen 6-7 Sätze. Aber man sieht... Nein, da geht's weiter. Da geht viel weiter. Da geht viel weiter, Bruderherz. Er konnte nicht weiterlesen und er sagt, er hat dir schon alles gezeigt. Guck mal, hättest du nicht unterbrochen, dann hätte der Bruder weitergelesen und hättest du gesehen, dass er länger ist. Ganz einfach. Also, denn er zeigt uns das jetzt. Jetzt, Bilal, du wartest kurz. Du wartest kurz. Schau mal hier. Er geht ja ewig runter. Da. Hier. Ich habe dir doch nicht gesagt, dass ich das zu Ende gelesen habe. Das habe ich dir nicht gesagt. Ja, es geht noch viel, 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 viel weiter. Ja. Bitte schön. Welche Suche war das denn? Sieht man das noch nicht. Sure 9.
Vers 29. Vers 29. Eben hast du nur einen kleinen Teil gezeigt und da habe ich dir doch gesagt... Ja, ja, aber Bilal, es geht ja noch weiter, er ist ja noch nicht fertig. Ja, er hatte fertig gelesen und ich habe ihm doch noch gesagt, geh mal bitte runter. Okay, er soll es mal vorlesen, Bilal, ohne dass ihn jemand unterbricht, ne? Den kommen wir wenigstens weiter. Also, Aram, du hast... Eine halbe Stunde sind wir damit beschäftigt, okay. Jetzt geht's weiter. Bekämpft diejenigen, die nicht an Gott oder an den jüngsten Tag glauben und verbietet nicht, was Gott sein Gesandter verboten haben und folgt nicht der Religion der Wahrheit unter denen, denen das Buch gegeben wurde, bis sie dafür bezahlen, als sie jedoch nicht an Mohammed glaubten, möge Gott ihn segnen und so gab es für sie keinen Glauben mehr. Das gilt für keinen der Gesandten und auch nicht für was auch immer sie haben gebracht, aber sie folgen nur ihren Meinungen, Wünschen und ihren Vätern in dem, was sie sind, nicht weil es Gottes, Allahs Gesetz und Religion ist, denn wenn sie wahren Glauben an das gehabt hätten, was sie in ihren Händen hätten, hätte das sie dazu gebracht, an Mohammed zu glauben. Allahs Gebete seien auf ihm, denn alle Propheten predigten über ihn und ihnen wurde befohlen, ihm zu folgen. Wann also er kam und sie glaubten nicht an ihn und er ist der Ehrenwerteste der Gesandten. Er wusste, dass sie sich nicht an das Gesetz der alten Propheten hielten, weil es von Gott kam, von Allah kam, sondern vielmehr aufgrund ihres eigenen Schicksals und ihrer Launen war, warum ihr Glaube an die übrigen Propheten ihnen keinen Nutzen bringt und sie nicht an ihren Meister, ihr Bestes, ihr Siegel und ihr Vollkommenes geglaubt haben. Deshalb sagte er, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Gott oder an den jüngsten Tag glauben und verbietet nicht, was Gott und sein Gesandter verboten haben und folgt nicht der Religion der Wahrheit unter denen, denen das Buch gegeben wurde. Dieser edle Vers wurde offenbart, was der Beginn des Befehls gegen die Leute des Buches zu kämpfen, nachdem die Angelegenheiten der Polytheisten geklärt waren und die Menschen in Scharen der Religion Gottes beigetreten waren, als die arabische Halbinsel stabil wurde, Allah und sein Gesandter befahl den Kampf gegen die Leute des Buches, die Juden und Christen, und das geschah im Jahr 9. Deshalb bereitete sich der Gesandte Gottes, Gottes Gebete und Friede seien auf ihn darauf vor, gegen die Römer zu kämpfen, und er rief das Volk dazu auf und zeigte es ihnen. Und er schickte in die arabischen Viertel rund um Medina, so er tröstete sie und sie mobilisierten mit ihm ungefähr 30.000 Menschen, versammelten sich zum Kampf. Und einige Leute aus der Bevölkerung von Medina und der Umgebung blieben zurück. Die Heuchler und andere, und das war in einem Jahr der Unfruchtbarkeit, der Zeit der Hitze. Hitze und er, Friede sei mit ihm, zog hinaus, um gegen die Römer zu kämpfen. Also erreichte er Tabuk, stieg dort hinab und blieb fast 20 Tage an den Gewässern. Dann suchte er Gottes Führung, also Allahs Führung, um zurückzukehren und kehrte dorthin zurück, ja, aufgrund der angespannten Lage und der Schwäche der Menschen. Er wird auch später erklärt, es wird auch später erklärt, so Allah will. Dieser edle Vers wurde als Beweis von denen angeführt, die glauben, dass die Jizya nur von den Leuten des Buches oder von solchen wie ihnen, wie den Magiern, genommen werden sollte, da der über sie beglaubigte Hadith besagt, dass der Gesandte Gottes, möge Gott segne ihn und schenke ihm Frieden, nahm es von den ausgewanderten Magiern, und dies ist die Lehre von Al-Shafi und Ahmad, gemäß dem, was von ihm bekannt ist. Und er sagte, Abu Hanifa, möge Gott sei ihm gnädig. Vielmehr wird es von allen Nicht-Arabern genommen, ob sie nun vom Volk des Buches oder von den Polytheisten sind, und es wird nicht von den Arabern genommen, außer dem Volk des Buches. Imam Malik sagte, vielmehr ist es zulässig, die Jizya allen Ungläubigen aus dem Buch, Magiern, Heiden und anderen aufzuerlegen, und diejenigen, ach du die Scheiße, Denkschulen übernehmen und ihre Beweise erwähnen, sind woanders. Und Gott weiß, also und Allah weiß es am besten. Und sein Ausspruch, bis sie die Jizya bezahlen, was bedeutet, wenn sie sich nicht unterwerfen, was bedeutet, aus ihrer Unterdrückung und Herrschaft heraus, und sie werden unterworfen, was bedeutet, gedemütigt, verächtlich und gedemütigt. Aus diesem Grund ist es nicht erlaubt, die Menschen der Dhimma zu ehren oder sie über die Muslime zu erheben. Stattdessen werden sie gedemütigt, klein und elend, wie es in Sahih Muslim auf der Autorität von Abu Huraira, möge Gott zufrieden sein, heißt mit ihm, dass der Prophet, Allahs Gebete und Friede seien auf ihn, sagte, grüße nicht die Juden und Christen. Und wenn du einen von ihnen auf einer Straße triffst,
zwangen sie ihn, auf die engste Straße zu gehen. Aus diesem Grund hat der Befehlshaber der Gläubigen Omar bin Al-Khattab, möge Gott mit ihm zufrieden sein, ihnen die bekannten Bedingungen auferlegt, sie zu demütigen, herabzusetzen und herabzusetzen. Und das ist es, was von den Bewahrten erzählt wurde, Imame. Aus ganz der Erzählung kurz, von Abd al-Rahman bin al-Sharid, der sagte ganz kurz, ich schrieb an Omar bin al-Khattab, möge Gott mit ihm zufrieden sein, als er mit den Christen aus dem Volk von Scham Frieden beschloss. Okay, also, was haben wir bis jetzt hier gehört und gelesen, verstanden, liebe Leute? Also, anders gesagt, Bruder Bilal, was hast du aus diesem Kontext entzogen? Okay, bist du fertig? Da geht schon noch weiter, da geht schon noch weiter. Ja, soll ich noch weiterlesen? Du kannst auch weiterlesen, wie du willst. Nee, aber bevor du weiterliest, ganz kurz, Adam, bevor du weiterliest, Bruder Bilal, was hast du bis jetzt aus dem Kontext gezogen? Frag ihn doch mal erstmal, ob er fertig ist. Ja, Leute, ich kann das auch zu Ende lesen, das ist ja gar kein Problem. Ja, okay, Adam, dann liest zu Ende. Wenn du fertig bist, fange ich an, wenn du nicht fertig bist, kannst du gerne... Okay, im Namen Allahs, des Gnädigsten, des Barmherzigen, ist dies ein Brief von Abdullah Omar, dem Befehlshaber der Gläubigen von den Christen dieser oder jener Stadt. Als sie zu uns kamen, haben wir sie darum gebeten, Sicherheit für uns selbst, unsere Nachkommen, unser Geld und unser Volk. Und wir haben für sie die Bedingungen gestellt, dass wir in unserer Stadt oder in ihrer Umgebung kein Kloster, keine Kirche, keine Zelle oder Mönchzelle errichten. Das tun wir nicht. Erneuern sie. Was zerstört wurde und beleben sie auch nicht. Was von den Muslimen geplant wurde und wir verhindern nicht, dass unsere Kirchen Tag und Nacht von Muslimen besucht werden und wir öffnen ihre Türen für Passanten und Wanderer sowie für Muslime. Die vorbeikommen, wir dürfen 3 Tage lang bleiben, um sie zu ernähren. Und wir suchen keinen Schutz in unseren Kirchen oder in unseren Häusern. Sind Spione. Wir verstecken uns nicht, um Muslime zu täuschen. Wir lehren unsere Kinder nicht den Koran. Wir offenbaren keinen Polytheismus und wir rufen niemanden dazu auf. Wir verhindern unsere Verwandten nicht daran, den Islam anzunehmen, wenn sie dies wünschen. Und wir respektieren Muslime und treten für sie ein, wenn sie in unseren Sammlungen sitzen möchten. Wir ahmen sie in keiner ihrer Kleidungsstücke nach, sei es mit Kapuze, Turban, Sandalen oder Haarteil. Und wir sprechen ihre Worte nicht, wir tragen nicht ihre Nachnamen, wir reiten nicht auf Sätteln, wir imitieren keine Schwerter, wir nehmen keine Waffen, wir tragen sie nicht bei uns. Wir gravieren sie unsere Ringe nicht auf Arabisch. Wir verkaufen keinen Alkohol, wir schneiden uns die Zügel ab, wir tragen unsere Uniformen, wo immer wir sind. Wir befestigen Scherben um unsere Hüften und wir erscheinen nicht. Das Kreuz auf unseren Kirchen und dass wir unsere Kreuzigung oder unsere Bücher nicht auf muslimischen Straßen oder Märkten zur Schau stellen sollten. Und dass wir unsere Glocken in unseren Kirchen nur heimlich läuten sollten. Und dass wir unsere Stimme nicht erheben sollten, wenn wir in unseren Kirchen in irgendeiner Anwesenheit rezitierten Muslime. Und dass wir nicht zum Palmsonntag oder zum Bathtag ausgehen sollten und dass wir nicht unsere Stimme mit unseren Toten erheben sollten. Wir zeigen kein Feuer mit ihnen auf muslimischen Straßen oder Märkten und wir sind ihnen nicht nahe, sie mit unseren Toten und wir nehmen den Sklaven nicht weg, was muslimische Pfeile treffen und wir führen die Muslime nicht und wir gehen nicht in ihre Häuser. Er sagte, als ich Omar den Brief brachte, fügte er hinzu, wir schlagen keine Muslime an. Wir haben dies in Bezug auf uns und unser Volk festgelegt und dies als Sicherheit akzeptiert. Sollten wir in irgendeiner Meinung uneinig sein von dem, was wir für sie festgelegt haben und wenden sie es auf uns selbst an, dann haben wir keine Verpflichtung und es ist ihnen erlaubt, das zu tun, was uns erlaubt ist von den Menschen der Sturheit und Zwietracht. So. Okay. Jetzt, Bilal, was ist der Kontext jetzt daraus? Was hast du daraus verstanden? Was können wir daraus schließen? Okay, na. Kannst du mir jetzt erstmal sagen, was du daraus geschrieben hast? Nur ein Satz. Du hast gerade vorgelesen, danke dir dafür. Was hast du daraus verstanden? Warte, Aram. Bilal, du stellst gerade eine Gegenfrage, obwohl er dir aber zuerst eine Frage. Er soll nur ein Resümee geben. Damit okay. Nur ein Satz. Okay, also mein Resümee ist es tatsächlich, die Andersgläubigen zu bekämpfen und ihnen diese Jizyas aufzuerlegen und die müssen sich unterwerfen, dann ist alles gut. Okay. Also. Ja, das ist mein Resümee. Okay, wir gehen jetzt rein. Koran.
Sure 9, Vers 29. Richtig? Okay. Mhm. Wir haben hier die Kampfaufforderung, das ist vollkommen richtig so. Jedoch ist diese Kampfaufforderung auf die Leute von Tabuk. In dem Offenbarungsanlass, ne, das hast du jetzt in deinem Tafsir nicht, in diesem Offenbarungsanlass sollte Muhammad a.s. zu den Leuten von Tabuk einmarschieren. Okay? Was ist jetzt wichtig an diesem Kontext? Ne? Das ist einfach eine ganz kleine Info, die wichtig ist. Die Leute von Tabuk wollten Muhammad a.s. bekämpfen. Okay? Das macht einen Unterschied, ob es ein ruhendes Volk ist, okay, ein ruhendes Volk, was nichts damit zu tun hat, oder ein kämpfendes Volk. Ich zeig dir, warte. Ich habe jetzt aus meinem Spind mein iPad geholt. Eine Sekunde. Ich philosophiere nicht, ich gebe dir die Quelle. Alles gut. Blende das auch bitte ein, damit wir es auch sehen, bitte. Ja. Wo mach ich das? Und es muss auch zu dieser Quelle passen. Warte. Wo kriege ich meine Kamera? Ah, hier, okay. So, zack, zack, so, seht ihr, ne? Seht ihr? Mhm. Ja. Okay, wir haben hier Sure 9, Vers 29. Kämpft gegen diejenigen, was habt ihr alles gehört, okay? Jetzt kommt hier der Tafsir von der Tabari, ne? Wir hatten jetzt den Tafsir von Ibn Kathir. Rahimullah ta'ala. So, jetzt sagt At-Tabari erstmal, Muhammad ibn Arwa Abu Asim, Isa ibn Abi Naji, Mujahid sagte über Sure 9, Vers 29, dies war, als Muhammad alayhi salatu wassalam und seine Gefährten befohlen wurde, in Richtung Tabuk einzumarschieren. Okay? So. Mhm. Also das ist jetzt erstmal der Offenbarungsanlass, also wann diese Sure gekommen ist. So, jetzt gehen wir bei Al-Qurtubi. Al-Qurtubi sagt, Rahimullah. Aber kannst du das nicht lesen, was der da als Tafsir entschlüsselt hat, übersetzt hat? Hier, das? Ja, lies es bitte vor. Ja, aha, okay. So. Ja, unsere Gelehrten, möge Allah Erbarmen mit ihnen haben gesagt, und worauf der Koran hindeutet, dass die Jizya von den Männern genommen wird, die kämpfen. Weil er, der Allmächtige, sagte, kämpft gegen diejenigen, bis er, guck mal, jeder, der hier Takia gerade reinschreibt, möge Allah euch recht leiten. Lies einfach, du ignorier die Chats, Bruder. Schreib einfach. Lies einfach weiter. Alles gut. So. Weil der Allmächtige sagte, kämpft gegen diejenigen, bis sie eigenhändig den Tribut, also die Jizya, entrichten. Also geht's hier darum, dass diese Aufforderung gegen Leute gerichtet ist, die was kämpfen. Okay, so dass dies impliziert, dass die Verpflichtung diejenigen umfasst, die kämpfen. Und es bedeutet auch, dass es nicht auf den Sklaven angewendet werden soll, auch wenn er ein Kämpfer ist, weil er kein Geld hat und weil Allah sagte, bis sie geben. Wobei sich dies nicht an jene richtet, die kein Geld haben. Aber Bilal, ganz kurz, aber was hat das mit der Jizya? Darf ich ganz kurz anreden? Ja. Okay. Ja. Also, es gibt einen Konsens unter den Gelehrten, dass die Jizya nur von freien, erwachsenen Männern, welche die Pubertät erreicht haben, genommen wird. Denn sie sind diejenigen, die kämpfen. Im Ausschluss von Frauen, Kindern, Anbetern und Verrückten, Abu Abdullah al-Qurtubi in seinem Tafsir zu Kommentar Sure 9, Vers 29. So, wir können noch weitermachen, aber das reicht, mir persönlich reicht das schon. Wem reicht das? Ja, okay, jetzt pass auf. Ja. Das heißt, die Leute, die wo angegriffen werden, dürfen sich nicht verteidigen, dann werden sie auch keine Jizya zahlen. Also ganz ehrlich, ich meine, hier tust du das genau so darstellen. Die greifen Tabuk an, ne? Und dann sollen die Leute nicht kämpfen. Diejenigen, die wo kämpfen, werden natürlich getötet oder gefangen genommen, versklavt. Und die anderen werden versklavt, die wo nicht gekämpft haben und müssen alles machen. Also ganz ehrlich, Bilal, Bilal, nimm es. Ja, ja. So wie ich das verstanden habe,
waren doch die Leute aus Tabuk diejenigen, die den Propheten Aleyhisselam angegriffen haben, oder nicht? Genau, die Gefahr des Angriffs bestand bereits. Nein. Die Leute haben ja gegen Mohammed Aleyhisselam schon geplant. Tabuk wurde aber angegriffen. Das hast du doch gerade selber gelesen. Flex, ich bin jetzt zum fünften Mal oder so in deinem Stream. Ich bin immer korrekt. Immer. Aber ja, lass ihn bitte ausreden. Ja, Bilal, redest doch alles okay. Bitte respektiert das, Leute. Alle, die kurz drin sind, gibt Bilal bitte die Möglichkeit zu reden. Wenn er fertig ist, dann ist Aram dran. Und wenn Aram fertig ist, Bilal, möchte ich, dass der Rabbi unten spricht. Und wenn der Rabbi fertig ist, dann kann von mir aus der Manu auch was sagen. Und dann der Arkan. Und dann machen wir eins nach dem anderen. Aber wenn wir jetzt alle reinreden, Leute, dann ist es nicht schön, Leute. Das ist dann eine Katastrophe. Also Bilal, du kannst reden. Sorry. Guck mal, so. Für mich ist es schon, ne, ist es schon gegessen damit, dass der Tafsir uns auch sagt, dass dieser Vers denjenigen gebührt, beziehungsweise an diejenigen gerichtet ist, die kämpfen. Das heißt, derjenige, der kämpft, ist derjenige, der gegen den Islam kämpft oder gegen den Islam gekämpft hat. Und wenn dieser Vers sich darauf bezieht, ist es genau das, was der Bruder Manu ganz anfangs gesagt hat, wo der Vers gezeigt wurde. Ey, guck mal, so und so, der Prophet Aleyhisselam, er war in Verteidigung, ihr habt den Offenbarungsanlass nicht beachtet, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist das Einzige, was ich gerade ausführen wollte. So, kannst gerne reden. Okay, ganz kurz. Denjenigen, den ich groß mache, das ist derjenige, der reden darf. Okay, eins nach dem anderen. Also, Aram, ich mach dich jetzt groß, den darfst du reden. Die anderen stummen sich dann auch bitte kurz. Ne? Jetzt. Du hast alles unter Kontrolle, Flex. Ja, muss, weil sonst ist ja komplett Chaos hier, weißt du? Und das muss ich verhindern. Aram, bist du da? Aram? Ja, ich bin da. Wir haben jetzt gerade von dir selber gehört, Tabuk wurde angegriffen, du hast gesagt, es bestand die Gefahr, dass sie Mohammed angreifen würden, also hat Mohammed die angegriffen. Mag sein, das wissen wir jetzt nicht, aber tatsächlich ist es so, dass der Mohammed die angegriffen hat. Und dann soll man von den angegriffenen Leuten erwarten, dass sie sich nicht verteidigen, sich ergeben, sich versklaven und dann natürlich alles über sich ergehen lassen. Das macht keinen Sinn für mich. Also das wird jeder Mensch machen, wenn er angegriffen wird, wird er sich verteidigen. Das ist eine logische Schlussfolgerung, nicht mehr und nicht weniger. Ich meine, aber es gibt ja noch viele andere Suren, liebe Freunde, und Tafsire und Ayat, die wo auch dies bezeugen, diese Angriffskriege von seitens Mohammed. Also von dem her möchte ich nicht viel mehr dazu sagen. Der Tafsir hat es klar und deutlich nicht belegt. Nicht reinreden, das nicht ist reinreden, so. Bitte. Das nicht ist reinreden, so, bitte. Das ist schon, ob wir das jetzt verschönern wollen oder nicht. Wir haben das gerade komplett durchgelesen. Letzten Endes war das absolut ein Angriffskrieg von Mohammed. Und der Tafsir bestätigt das auch. Und dann die Gefangenen wird man versklaven und mit Jizya auferlegen. Das ist nochmal ein Fakt und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Okay, ich habe eine Frage dazu. Nein, Bilal, warte. Er ist doch fertig. Warte, Bilal, warte. Erst redet der Rabbi, weil wir müssen eins nach dem anderen gehen, weil sonst ist es unfair. Okay, ganz kurz. Rabbi, ich mach dich groß, du kannst reden. Geh mal bitte erstmal. So, an allererster Stelle, der Bilal darf gerne seine Frage Aram stellen, bevor ich zu Wort komme. Deshalb mache ich mich kurz stumm. Okay, danke dir. Genau, meine Frage Aram war, du kennst ja ungefähr, wie die Geschichte des Islams oder ne, die Verkündung anfing, wo der Prophet seine ersten Worte verkündet hat an die Menschen. Hat er das mit dem Schwert gemacht? Also die erste Person oder die ersten 10 Personen, die den Islam angenommen haben, hat er sie in die Ecke gedrängt, mit einem Schwert gesagt, guck mal, jetzt nimmst du den Islam an oder nicht? Oder so wie du, laut deinen Informationen, wie ist das abgelaufen? Lieber Bilal, schau mal her. Wenn einer mit 10 Männern ankommt und mit Gewalt irgendetwas machen will, der weiß doch ganz sicher, dass er sofort scheitern wird und getötet wird. Wird er nicht machen, das ist ja normal. Sehr logisch. Nee, das war nicht die Frage. Die Frage war. Ich habe dir die Frage beantwortet. Wie sind Sie zum Islam gekommen?
die Muslime sind, wie soll ich sagen, die ersten Muslime, vielleicht hat er ein paar überzeugt, das ist möglich. Genau, durch Missionierung. Ne? Das ist so bewiesen und ich glaube, da widerspricht mir auch keiner. Jetzt ist ja die Frage, was hat den Rest der Welt oder zum damaligen Punkt die Quraysh, also die Mekkaner, was hat die so gestört, dass eine Sumeya, eine schwarze Frau, eine alte Sklavin, umgebracht wurde als Märtyrerin? Oder ein Bilal ibn Rabah gefoltert wurde? Oder gibt's unzählige Geschichten? Zu dem Zeitpunkt wirst mir keinen Beweis geben, dass irgendwas mit Gewalt gemacht wurde. Die Gewalt, die entstanden ist, ist die, die den Muslimen entgegengetreten ist. Das heißt, Mohammed a.s. hat seine Missionierung begonnen, hat seine Worte verkündet und die Leute sind ihm mit Gewalt entgegengetreten. Habe ich recht oder nicht? Wir reden jetzt. Schau mal hier. Der hat natürlich mit den ersten paar Anhängern ganz normal missionieren wollen. Die Leute haben es nicht angenommen. Das war ja ein Fakt. Und dann, nach und nach, hat er mehrere Anhänger zu sich herangezogen. Ne? Und dann hat er auch die anderen bekämpft. Das ist normal ein Fakt. Er wurde bekämpft, nicht er hat bekämpft. Okay, ganz kurz, jetzt würde ich gerne einschreiten. Ich möchte nur darauf hinaus. Der letzte Satz versprochen. Ich möchte nur darauf hinaus, dass vom Volk oder von den gegenüberliegenden Parteien eine Grundaggression gegenüber Mohammed a.s. und seine Anhängerschaft entstand. Jeder war am Zittern. Warum? Weil die Botschaft von Mohammed a.s. in die Politik der damaligen Quraysh und auch der gesamten Bevölkerung der Welt eigentlich nicht gepasst hat, weil die Machthaber ihre Politik so nicht durchsetzen konnten, weil Allah ist fair und die Politik ist meistens nicht fair. Die Quraysh wollten ihr Götzendienst weitermachen, so und so, was die Christen ja auch eigentlich dagegen sein müsste. Die wollten ihr Götzendienst machen und mit diesem Götzendienst haben sie genug Knete gemacht. Sie haben sehr viel Geld gemacht, ja. Und das hat ihnen nicht in den Kram gepasst. Dem sind sie mit Gewalt entgegnet. Das heißt, was ich dir einfach nur sagen möchte, ist, eine Grundaggression oder eine Grundgewalt bestand schon von Anfang an gegenüber den Muslimen. Also willst du damit sagen, Bilal, dass der Islam sich nicht mit dem Schwert verbreitet hat? Also ganz ehrlich, sehr viele Gelehrte von dir sagen es ganz offen in den Medien, überall in den Medien sagen, dass Islam wurde definitiv mit dem Schwert verbreitet. Also ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. So, okay, und an dieser Stelle machen wir jetzt kurz Stopp. Rabbi will reden, weil ihr seid jetzt schon zu lange dran. Jetzt lassen wir mal kurz den Rabbi reden. Lex, könntest du dich bitte eine Stimme haben, oder? Ja, alles gut. Danke dir. So, was ich jetzt aus diesem ganzen Gespräch herausgezogen habe, erstmal die Schweifung vom Thema. Der zweite Punkt ist, wir haben erfahren, dass Tabuk von Mohammed und seinen Männern angegriffen wurde. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Bilal. Kurze Einschreitung von dir. Tabuk wurde von Mohammed und seinen Männern angegriffen. So wie ich es verstanden habe, ich kann es auch falsch verstehen. Ich habe nur den Tafsir, ich habe den vorher nie gelesen, ich habe ihn nur aufgeschlagen für euch. Also wurde Tabuk von Mohammed und seinen Männern, so wie wir das alle verstanden haben, angegriffen. Allahu Alam. Nee, du hast doch gerade was gelesen. So wie ich es jetzt gerade verstanden habe, wurde in Tabuk einmarschiert, ja. Nee, von Mohammed und seinen Männern, damit das hier klargestellt ist für alle Menschen, die hier drin sind. Wo es in dem Tafsir stand, dass einmarschiert wurde, ja. Von wem? Ich denke mal, dann war es Mohammed a.s. mit seinem Okay. Aber ich kann es nicht hören, ob du hast. Okay, du hast aus dem Tafsir herausgelesen, dass anscheinend eine Gefahr bestand, richtig? Jetzt Nein. möchte ich von dir, ja. Stimmt das? Ich sag die Gefahr, es bestand schon immer eine Grundgefahr, seit er die Botschaft gegeben hat. Eine Grundgefahr, okay. Jetzt möchte ich gerne von dir entweder eine Quelle, dass die Gefahr wirklich eine hundertprozentige Gefahr war und sie wussten, dass sie angegriffen werden durch... Eine Million Quellen. Durch irgendwelche Insider oder ob das nur eine Behauptung war. Eine Behauptung und eine hundertprozentige Sicherung ist was komplett anderes. Deshalb möchte ich von dir eine Quelle haben, dass Mohammed und seine Männer
zu 100% wussten, dass sie angreifen oder ob das nur eine Behauptung war. Bro, wo Mohammed alaihissalatu wassalam seine Botschaft schon angefangen hat, haben die Quraysh und die darum liegenden Völker ihn mit dem Tod bedroht. Und da war ja, vielleicht da waren sie 10 Leute, 15 Leute. Sie haben ihn mit dem Tod bedroht schon von Anfang an. Das weiß jeder. Das ist, darf ich noch was sagen? Also wenn ihr fertig seid. Na gerne, darfst du. Jetzt sogar. Okay, darf ich? Ja, gerne. Okay. Guck mal, Bilal. Bruder. Hörst du mich, Bruder? Hör dich. Guck mal, Bruder. Das ist, warte mal, ich sag dir später was. Guck mal, Jungs. Ihr habt eure Meinung, okay? Wir haben unsere Meinung. Wenn ihr meint, dass ihr im Recht sein wollt, dann seid ihr im Recht. Und wenn ihr das alles so auslegen wollt, wie ihr auslegen wollt, dann legt das so aus. Ihr könnt das jetzt auch hier vor 636 Leuten als Sieg feiern und machen, was ihr wollt. Guck mal, ich nehme jetzt den Bruder Bilal mit. Macht das an. Lebt einfach und glaubt einfach so, wie ihr meint. Und Bilal und ich, wir glauben einfach so, wie wir meinen. Und wir müssen uns hier nicht rechtfertigen für das, woran wir glauben. Und ihr müsst euch nicht rechtfertigen für das, woran wir glauben. Deswegen, das ist ja kein Problem. Das hat ja niemand anderes bei was behauptet. Nein, es ist gar kein Problem. Guck mal, wir nehmen jetzt gut. Der Bruder muss auch arbeiten. Wenn ihr nicht bereit seid zu erkennen, weil ihr seid ja gerade mit Muslimen hier, weißt du, und wir haben absolut gar kein Problem mit euch. Null. Wenn ihr unbedingt einen Streit aufmachen wollt oder probieren wollt. Nein, Manu, nein, hier geht es nicht zu streiten. Flex, lass ihn ausreden und mach dich mal bitte stumm, bitte. Und zu probieren zu erklären, dass der Islam falsch ist. Wir haben euch nicht einmal probiert zu erklären, dass das Christentum falsch ist, obwohl das aus unserer Sicht ist. Ne? Aber wir zeigen euch das nicht auf. Das Einzige macht ihr die ganze Zeit. Deswegen, ich finde das eine unschöne Unterhaltung. Deswegen, ganz kurz, Bilal, bevor du redest, ich würde gerne auf Manu eingehen und dann darfst du sofort das Wort haben. Kein Problem. Dann ist doch alles gut. Weißt, ich bin wegen einem ganz anderen Thema hereingekommen. Guck mal, was ihr gemacht habt. Wir sind die ganze Zeit Leute, die einen beleidigen die anderen beleidigen die anderen. Das ist das Endresultat davon. Aber Moment, Manu, aber keiner beleidigt doch hier. Keiner beleidigt hier, Mann. Das ist aber Manu, warte. Ich meine Leute im Publikum. Ach so, okay. du meinst die Chat oder wie? Ja, genau. Ja, aber das kann man ja jetzt ignorieren. Das ist ja jetzt nicht so schlimm, weil das ist alles unschön. Manu, ich wurde auch die ganze Zeit im Chat beleidigt, aber das interessiert mich ganz ehrlich. Jungs, ganz kurz, ich würde gerne auf Manu eingehen. Wichtig ist die Wahrheit. Die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Wir sind halt Muslime und ihr seid Christen. Und das ist auch gar kein Problem. Kein Problem, Habibi. Sei ein Christ. Kannst du dich stumm machen, bitte? Leb dein Leben so, wie du willst. Abi, warte. Ja, also, Bilal, ich will hier wirklich seit 5 Minuten was sagen. Lass kurz sagen, was du sagen möchtest. Einer schreibt gerade Opferrolle und Abwehr. Nein, Manu, du sollst doch nicht auf die Kommentare eingehen. Du selber als öffentliche Person weißt das auch am besten. So. An allererster Stelle, ich stimme dir voll zu, jeder soll seine Religion ausleben, wie er möchte. Das ist natürlich kein Problem, aber ich bin auf diese Welt gekommen, um alles zu hinterfragen. Ich habe eine Mission und ich hinterfrage gerne alles. Ich folge der Bibel. Ich sehe alles im Lichte der Bibel. Ich habe gegen keine Religion etwas. Ja. Sonst kein Problem. Jeder soll das machen, was er will. Aber, wenn ich Christ bin und es gibt Andersgläubige, die behaupten, auch zur abrahamitischen Religion zu gehören, dann würde ich gerne das ausdiskutieren und hinterfragen, was natürlich kein Problem ist. Manu, wir müssen, ob du willst oder nicht, natürlich hinterfragen und miteinander diskutieren. Aber im Lichte der Liebe, sage ich mal so. Verstehst du? Das ist mir wichtig. Absolut, da gebe ich dir recht. Aber du hast gerade was sehr Schönes gesagt. Du hast gesagt zur abrahamitischen Religion. Die abrahamitische Religion hat, glaube ich, den Monotheismus offenbart, korrekt? Wir glauben auch an den Monotheismus. Ja, aber es gibt aber manche Leute, die sagen, dass Jesus Gott ist. Genau, ich sage, dass Jesus Gott ist.
Ja, da gibt's halt Meinungsverschiedenheiten. Genau, wenn man die, also ich will dir nichts unterstellen oder so, aber wenn man das Konzept nicht versteht oder die Trinität nicht versteht oder wie Gott sich offenbart oder die alten Schriften, das Alte Testament und alles drumherum nicht versteht, dann sollte man auch erstmal nicht urteilen, sondern selber nachhaken. Ich habe nicht gefragt, ich habe geurteilt. Okay. Ich habe gefragt, so. Denkst du, dass ich jetzt an zwei Götter glaube, drei Götter glaube, vier Götter? Was denkst du denn? Ja, das also, denken wir. Also ich denke, dass es nur einen Gott gibt, okay? Amen, und, Halleluja. Amen. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber keine Ahnung. Höre Israel, dein Herr ist einer. Kurz und knapp. Ja, genau. Okay, also es gibt einen Gott, okay? Nabi Isa, alayhi salam. Ist ein Prophet gewesen. Das ist deine Erläuterung aus dem Koran. Seht ihr das auch so? Er ist Gott. Aha. Der Messias. Wenn du möchtest, können wir gerne zum Beispiel auf den Titel Al-Messi eingehen. Der Bruder Bilal ist etwas belesen, habe ich bemerkt. Nein, guck mal, worauf ich hinaus will, ist, wenn du sagst, dass Jesus Gott ist, mhm. Jesus ist Gott. Genau, 100%. Und Jesus ist am Kreuz gestorben für die Sünden der Menschen. Genau. Right? Korrekt. Und bitte. Astaghfirullah al-Azim, bitte bring mir einen Menschen, der Gott umbringen kann, bitte. Bring mir den. Mhm. Welcher Mensch kann Gott umbringen? Welcher Mensch kann Gott umbringen? Ich habe eine Frage an dich. Hm. Wurde Gott umgebracht? Laut deiner Aussage ja. Okay. Laut meiner Aussage ja, dann habe ich eine Frage. Wir Christen, wenn du musst erstmal unsere Lehre verstehen. Du musst innerhalb der Bibel mit der Bibel argumentieren. An allererster Stelle. Das Fleisch ist gestorben. Gott kann nicht sterben. Gott ist kein Mensch. Das stimmt auch. Gott ist kein Mensch. Gott kann Mensch werden. Sind wir uns da einig? Ist Gott allmächtig? Kann Gott Mensch werden? Gott ist allmächtig. Ein Mensch kann nicht Gott werden. Amen. Ein Mensch kann nicht Gott sein, aber Gott kann Mensch werden. Oder willst du Gott einschränken? Kann er das oder kann er das nicht? Ja, richtig. Da ist der Punkt. Ich küsse dein Herz. Genau da ist der Punkt. Gott kann nicht Mensch werden. Warum? Ja, aber du tust ja Gott einschränken. Weil in der Form, dass er Mensch wird, wird er eingeschränkt. Genau, das ist der Denkfehler. Du sagst, Gott ist allmächtig, deswegen kann er auch Mensch werden. Deswegen kann er auch Vogel werden und Wurm und was weiß ich, wenn wir den Gedankengang weiterführen. Kann Gott aber nicht, was er will? Aber, wenn er das macht, dann ist die Allmächtigkeit weg. Wer sagt das? Er muss immer in seinem allmächtigen Stadium sein. Das ist jetzt deine Philosophie. Du bringst jetzt Philosophie rein. Das ist Philosophie, was du jetzt machst, Bilal. Aber okay, alle nicht reinreden. Ganz kurz. Das ist ganz klar. In dem, dass Allah subhanahu wa ta'ala einfach in eine Form oder in einen Ort oder in eine Materie sich wandelt, schreibst du ihn einfach Dimensionen zu. Du hast was sehr Schönes gesagt, Bilal und Manuelsen. Dankeschön für euer Entgegenkommen mir gegenüber. Wie hat sich Allah Musa a.s. offenbart? Musa a.s. Allah hat mit Musa a.s. gesprochen. Musa a.s. hat das Wort Allahs wahrgenommen. Ja. Durch das Feuer und durch den Baum hat er gesprochen. So, also wenn er all dies kann, warum kann er denn nicht? Aber warum kann er dann nicht Mensch werden? Wenn er das alles kann, warum kann er denn nicht Mensch werden? Genau. Weil ein Mensch ist eingeschränkt. Stopp, also ein ganz kurz. Was machst du nicht korrekt mit Hand auf den Kopf hauen und so? Ich sag, das ist ein Unterschied, ob jemand das Wort Allahs vernehmen. Alles gut. Oder ist Allah zu dem Strauch geworden, Jausubillah? Jungs, lass mich mal bitte. Alles gut. Aber rede ich falsch? Manu, alles ist okay. Bilal, wie hat sich Allah Musa a.s. offenbart? Das möchte ich jetzt von dir wissen.
Hab ich doch gerade gesagt. Hat er doch gerade gesagt. Musa a.s. konnte die Worte Allahs wahrnehmen. Allah aber war nicht der Baum in dem Moment. Okay, Allah war nicht der Baum. Ja, Ozu billah. Aus was hat Allah denn gesprochen? Nochmal. Oh, Bilal, das macht keinen Sinn. Komm, lass uns abhauen, Bruder, bitte. Man hier eine Antwort hat, dann rennt man weg, wenn man in die Bretagne kommt. Nein. Ganz kurz, ich muss kurz einschreiten. Ich muss kurz einschreiten. Weil aber keinen Scheiß. Ich habe einfach keine Lust mehr. Weil ihr habt nein, alles ihr gut. Habt aber keine Lust auf den Islam und ich hab keinen Bock, jetzt den ganzen Tag hier mit euch zu kämpfen dagegen. Wir haben keine Lust ja, auf eine alles Religion, gut. Die uns erniedrigt. Ganz einfach. Wie bitte? Ich habe keine Lust nein. auf eine Religion, die mich als Christ erniedrigt. Ganz einfach. Hab ich dich okay. nicht, weil du ein Christ bist, habe ich dich Warte mal, Leute, ganz kurz. Es geht wieder in eine ganz andere Richtung. Leute, es geht wieder in eine ganz andere Richtung. Manu, alles gut, wenn du. Warte, Manu. Warte doch kurz. Guck mal, Manu, wenn du sagst, okay, das ist dir zu viel, ist kein Problem, wenn du sagst, okay, hey, du willst rausgehen oder so, ist kein Problem. Wie gesagt, das war trotzdem sehr respektvoll. Keines Respekt. Wer, was? Der Junge war es nicht, der gerade hier jetzt geredet hat. Der Aram, der war es. Ja, er meint, Aram ist sehr kritisch, aber er hat wenigstens Anstand. Dieser Junge hat es nicht. Wo war der Anstand? Ganz kurz, Leute. Manu, schau mal her. Wir wollen hier alle mit Respekt miteinander reden und auch mit Respekt wieder voneinander gehen, okay? Es ist nichts passiert und keiner hat beleidigt. Der Einzige, wo beleidigt hatte, war dieser Bilal, wo gleich rausgegangen ist. Hier in den Chats brauchst du gar nicht zu beachten, da gibt's viele gegen euch und viele gegen uns, das interessiert nicht. Ja, egal. Wichtig ist, dass wir faktisch uns die Argumente darbringen. Wir haben die Schriften. Wenn wir aus den Schriften lesen, können wir nichts dafür, was in diesen Schriften drin geschrieben steht. Weder in unserer Schrift noch bei eurer Schrift. Wenn diese Sachen tatsächlich drin sind, dann sind sie nun mal drin. Dafür können wir nicht. Die sind nun mal da. Wenn wir daraus zitieren, ist es nicht unsere Schuld, dass die da drin geschrieben sind. Außer, die tun etwas dazufügen oder philosophieren und lügen. Dann ist es natürlich absolut nicht korrekt und nicht richtig. Ja, ganz kurz. Ich will noch kurz eingreifen und dann könnt ihr reden. Akan, ich möchte, Manuelsen, dass du dir bitte nur eine Sache anhörst. Akan, bist du da? Ja. Okay, Akan, du hast ja gestern eine Kleinigkeit erzählt. Du bist der Jeside, richtig? Genau. Okay, bitte erzähle. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ich möchte, dass du kurz die Bühne hast. Ich will, dass Manuelsen sich das noch anhört, ja, aus Respekt. Und dann, wenn Manu jetzt sagt, okay, er möchte rausgehen, ist kein Problem, aber ich möchte, dass Akan ist Jeside. Bitte, Bruderherz, rede von deiner Sicht aus. Dankeschön. Ja, also ich sag mal so, im Prinzip, ich habe Respekt vor jedem Glauben, solange man sich friedlich verhält. Absolut. Aber um auf das Thema von vorhin zurückzukommen, ich höre immer wieder von einigen Muslimen, die sagen, ja, sie verteidigen sich nur. Sie machen dann Krieg, wenn sie angegriffen werden. Alles schön und gut. Bro, ich weiß ganz genau, worauf du hinaus willst jetzt. Aber lasst uns ihnen die Möglichkeit geben zum Reden. Lasst uns ihnen wenigstens die Möglichkeit geben. Bruder, sag mir bitte nicht IS jetzt. Bitte sag mir nein, das nein, nicht. Nein, bitte nein, nicht. Nein. Alles gut. Nix IS. Alles okay, gut. Okay. Dann frage ich mich, warum es in der Geschichte so viele Massenmorde, so viele Genozide im Namen des Islams an den Jesiden verübt worden sind. Klar, weshalb wir heute gerade mal 1 Million sind. Ich wusste es, Bra. Ich wusste es. Ja, aber Bra, das muss man doch ansprechen. Ich verallgemeine nicht. Ich will einfach nur verstehen. Vielleicht bin ich dumm. Darf ich dir eine Antwort geben? Guck mal, ja, ich bitte. Bei Gott, ne? Der Mensch, der einen anderen Menschen umbringt, ne, aufgrund, weil er die falsche Religion hat, der ist kein Muslim. Das Ding ist, ich würde gerne was sagen, aber Manu, du willst hier nicht mehr diskutieren, wie ich das verstehe, richtig? Richtig? Nahm. Guck mal, anderen Menschen umbringt, weil er nicht den Islam als Religion hat, der ist kein Muslim. Ein ruhender Mensch, damit meine ich jemand, der wirklich nicht den Angriff aufnimmt oder sonstiges. Ja. Immer geschützt, immer.
Immer. Und wenn ihr euch die Geschichten anschaut, auch die Schutzverträge. Darf Arkan reden, weil ich wollte, dass Arkan redet. Ja, er hat doch gefragt. So. Ach so, okay. Ja. Deswegen, Arkan, wenn es darum geht, ne, wir Schwarzen haben auch eine Geschichte, wo viele Leute, die sich mit der Religion gebrüstet haben, ob Muslime oder auch Christen, wenn es darum geht, müssen wir gar keine Religion annehmen. Was los? Ja, aber schau mal, Bilal, schau mal, die Sache ist halt die, schau mal, so alleine zu Zeiten des Osmanischen Reichs, okay, wurden Dutzende, einige Fatwas von den Sultanen und auch von kurdischen Fürsten ausgesprochen, die Jesiden zum Glauben zu bekehren oder sie aus ihren Gebieten zu vertreiben und irgendwo, keine Ahnung, in der Wüste umzusiedeln. Erklär mir mal das mal, woran das liegt. Und okay, erklär mir, wieso wir immer als Teufelsanbeter betitelt werden und deshalb abgeschlachtet werden, unsere Frauen versklavt werden. Erklär mir das bitte. Ja. Also, ich kenne mich mit dem Jesidentum an sich nicht so aus, mit Teufelsanbeter, dazu kann ich nichts sagen. Aber zu den Fatwas, guck mal, eine Person, die eine Fatwa lässt, ist ja jemand, der dazu berechtigt ist, eine Fatwa zu erlassen, ja? Diese Person ist nicht fehlerfrei. Heutzutage werden Fatwas erlassen. Ich meine, vor ein paar Jahren gab es die Fatwa, dass Frauen kein Auto fahren durften. Die war vollkommen hirnfällig, so weißt du? Das kann man nicht immer auf die Religion zurückführen. Ne? Also die Leute brüsten sich mit der Religion, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ob sie im Recht stehen, das sehen wir alles nur am Tag des jüngsten Gerichts. Und auch heute, wenn genau. Ich möchte dann eine Frage, wenn das nichts mit der Religion zu tun hat. Warte, wenn das nicht warte, mit der Religion Arkan. Zu tun hat. Wenn das nicht warte, mit der Arkan. Religion zu tun hat. Ja, die Leute sagen, das hat mit der Religion zu tun. Ne? Genau. Bilal, aber schau mal, ich sag dir mal was. Wenn das nichts mit der Religion zu tun hat, warum muss ich ihn dann zwingen, meinen Glauben anzunehmen? Wenn ich als Herrscher, wenn es mir um Macht geht, okay, dann vertreibe ich den und sag, verpiss dich. Aber ich vertreibe ihn nicht oder nimm seine Frau und entführe sie und lass sie zum Islam konvertieren. Aber weißt du, das die kannst Religion? Du doch nicht sagen, es geht nicht um Religion, genau. Die schmücken sich mit Religion. Guck mal, die Religion ist ein gutes... Ich möchte ganz kurz auf auf Manuelsen eingehen kurz. Manuelsen, sorry, wenn ich einschreite. Ich hab dir nichts gesagt. Ja, nee, du hast davor ja was gesagt. Ja. Du hast gemeint, wenn jemand, sagen wir mal, aufgrund der Religion tötet, dann ist er kein Moslem, richtig? Das hab ich nicht gesagt. Wie meinst du das denn? Okay, dann kannst du mir das nur bitte nochmal wiederholen? Ich habe gesagt, jemand, der einen anderen Menschen umbringt. Stumm. Mhm. Okay, weil guck mal, Manu. Guck mal, Manu, ich will dir nur was umbringen. Nur weil er kein Islam ist, nur weil er kein Moslem ist. Ist der Moslem. Mhm. Okay, guck mal, Manu, ich zeig dir jetzt einfach mal eine Quelle. Das ist Sunan an-Nasai 4059. Das ist nur ein einziges Mal, will ich es dir zeigen und den Rest, den könnt ihr weiterreden. Ja, okay. Okay, Bruderherz? Guck mal, Manu, hör zu, Bruderherz, guck mal. Sunan an-Nasai 4059. Sahih ist sehr authentisch. Lest dir das mal bitte durch. The Messenger of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, said, whoever changes his religion, kill him. Und das ist ein Sahih, sehr authentisch. Sehr stark sogar, sehr stark. Ich meine das nicht böse, Manuelsen, ignorier das, okay? Ich mach das zu, ignorier das, okay? Du hast nichts gesehen, aber ich wollte es dir halt nur mal zeigen. Das war's. Das war's? Du wolltest uns das nur zeigen? Der ist krass, ne? Okay. Also nochmal, Arkan, Bruder, mir tut es vollkommen leid und wir als Schwarzen haben auch eine Geschichte, wo wir sehr gelitten haben. Ne? Ich als Muslim würde niemals mich hinstellen und sagen, den und so muss jetzt, er ist ruhend, er hat mir nichts getan, er lebt sein Leben. Ja, so und so muss mit ihm gemacht werden. Niemals wirst du sowas von mir hören. Was ich nochmal dazu sagen will, Manu und ich, wir sind keine Debattierer. Ich bin hier nur hochgekommen wegen meinem Bruder Manu. Ja? Stift dein Herz, mein Bruder. Ich bin kein Debattierer, Bruder. Jeder, der mich kennt, ich mache eigentlich nur Streams, wo ich Herzerwärmendes sage, so. Mehr nicht. Das heißt, ich bin aus Respekt zu Manu und Flex und die anderen Aram, ich habe keine schlechte Erfahrung mit den Jungs. Ne? Flex und ich schreiben auch manchmal, alles Chico. So. Aber es darf diese Haltung nicht annehmen, weil
wie ihr seht, wir sind nicht mit einem Vers gekommen. Ich kann auch Buch Mose aufmachen und steht da, tötet alle Kinder und so und so. Und wir können 100 Jahre darüber diskutieren. Aber das machen wir nicht. So, sprichst weißt du über die Bibel? Ich sag ja, ich spreche nicht über die Bibel. Das wollte ich gerade damit erklären. Okay, wenn du die Bibel damit meinst, für alle 620 Leute, weil falls du eine Behauptung aufgestellt hast, ich weiß nicht wie, Leute, es geht immer um den Kontext, wir müssen dann auch beachten, aus welcher Sicht, welche Person, dies, das, drumherum. Ah, okay, alles klar, alles klar. Echt? Okay. Ja, Wahnsinn, wirklich. Der ist krass, der Wahnsinn. Ne? Okay, lasst uns trotzdem respektvoll bleiben. Alles gut. Wir sind ja nicht hier, um uns fertig zu machen. Wir wollen ja trotzdem respektvoll miteinander bleiben. Das sagst du jetzt? Aber guck mal. Nein, ich meine, wir machen uns ja nicht fertig. Das meine ich. Wir müssen nur ehrlich sein, Herr Manu. In anderen Streams läuft viel rasanter zu. Wir sind hier mit schon einige, außer die Kommentare. Schämt euch alle. Aber die Jungs sind, die sind schon... Wir sind schon bodenständig in einer Art und Weise. Guck mal, Manu, ich will dir nur eine Sache sagen. Der Bruder Bilal, mit dem schreibe ich, wir reden sogar auf Ghanesisch. Ja, also wir haben kein Problem miteinander. Also es ist wirklich alles gut. Aber es gibt halt gewisse Dinge, das versuche ich dem Bruder Bilal ja auch zu erklären. Hey, das kann nicht gut sein. Das kann nicht von Gott sein. Laut biblischer Sicht, das ist nicht gesund. Mehr nicht. Aber wie er schon gerade gesagt hat, wenn wir jetzt anfangen, christliche Bücher aufzumachen oder christliche Schriften aufzumachen, da finden wir genau das Gleiche. Und das, ja, das wir haben das gar nicht nötig, weißt super, du? Wir haben nicht das nötig. Sind Geschichten, das sind keine Befehle, das sind Geschichten, die gelten nicht und alles drumherum. Zum Beispiel, was viele Muslime aufgreifen, ist Lot und seine Töchter. Das ist der Wahnsinn. Ja. Wir müssen auch unterscheiden zwischen eurer Religion und unserer Religion, wo die Unterschiede sind. Bei euch sind alle Propheten, bei uns sind nicht alle Propheten. Man kann das Thema wirklich in der Bibel so ausdehnen, wie man möchte. Und wenn man innerhalb der Bibel argumentieren will, muss man auch innerhalb der Bibel bleiben. Das ist sehr wichtig. Und wir argumentieren, guck mal, ich habe nichts gegen euren, nichts gegen euch. So, Manuelsen, Bilal, wenn ich euch emotional getroffen habe in dem, was ich gesagt habe, dann tut's mir leid. Nein, ich schütze dein Herz, ach, um Gottes Willen. Ich finde aber trotzdem, wir haben eine sehr, sehr respektvolle Konversation, aber ich wollte, dass der Arkan seine Geschichte erzählt und dann, wenn ihr rausgehen wollt, ist kein Problem, könnt ihr machen. Ich wollte aber nur, dass der Arkan seine Geschichte erzählt, um was er weiß und dann, Leute, könnt ihr reden. Also Arkan. Also ich wollte jetzt sagen, ohne jemanden nahe zu treten, ich will auch nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ich muss halt sagen, wie unsere Geschichte als Jesiden, wir haben wirklich sehr, sehr viel Leid im Namen des Islams erfahren müssen. Das ist eine Tatsache. Ich sage jetzt nicht, dass alle Muslime so sind, aber es ist eine Tatsache. Das ist nicht der Islam. Weil wenn es der Islam wäre, dann wären alle... Warte, Manu. Lass ihn reden, Manu, dann darfst du danach, okay? Nur, aber dass Manu, ich sag ja, nicht, alles dass gut, alle, alles gut. Dass alle Muslime jetzt so sind, also ich glaube, du verstehst mich falsch. Ich sag nicht, dass alle Muslime so sind. Ich verstehe dich richtig. Ich bin sogar mit dir. Schau mal, die Muslime, die ich kennengelernt habe, sind wirklich die liebsten, korrektesten Menschen. Ich rede auch nicht über den Islam, Muslime. Aber weißt du, wenn man so viele Genozide im Namen des Islams erfahren muss. Und ich meine, das ist 2014, bevor der IS kam, unseren ganzen Nachbarn, unsere arabisch-muslimischen, kurdisch-muslimischen, turkmenisch-muslimischen Nachbarn, die haben, viele von denen haben mit dem IS zusammengearbeitet und uns angegriffen. Die haben den IS unterstützt bei dem Massenmord. Verstehst du, was ich meine? Das stimmt gar nicht. Und das alles nur... Ja, da sind Teufelsanbeter, Ungläubige. Ja, dann lass mich halt ein Teufelsanbeter sein. Nein, Sabrullah, guck mal, das Ding, laut dem Judentum gibt es den Teufel doch gar nicht. Ja, aber die Leute, die uns das vorwerfen, okay, dann bin ich ein Teufelsanbeter. Ich habe niemanden gezwungen, den Teufel anzubeten. Okay, Arkan, erzähl die Geschichte. Erzähl die Geschichte, Arkan, okay? Bleib locker, alles gut. Nicht, dass ihr jetzt streitet oder so. Nein, ich will nicht streiten, aber ich will nur sagen, dass das, was du von deinem Volk widerfahren ist, dass das, was ihnen um sein Volk widerfahren ist, egal was die Leute von sich behaupten, was sie gewesen sind, ne, es ist aber nicht im Sinne des Islams. Das sage ich. Ja, wir sind doch mit ihm. Wir sind mit ihm, Bruder. Du kannst dir die Geschichte erzählen. Bruder, wir sind mit dir. Aber jedes Volk hat irgendwas erfahren, Bruder. Und auch zu Zeiten, wo es den Islam noch nicht gab, Bruder. So weißt du?
Jeder könnte jetzt irgendeine Geschichte erzählen, wenn er in die Geschichte seines Landes reingeht. Und wir sind mit dir, alle, unser Bruder, wir verurteilen IS und diese Gruppierung bis aufs Höchste. So, wir haben nichts mit denen zu tun. Und deswegen, Bruder, stell mir das so vor, ich lebe in meinem Dorf in Ghana und irgendwer stürmt rein und versklavt meine Frau, obwohl wir nichts getan haben. Nichts, rein gar nichts. Warte kurz, Bruder Bilal. Dann könnten wir jetzt auch sagen, die ganzen Kolonialisten, die nach Afrika gekommen sind, die sagen, das waren alles Christen. Und die haben das im Namen. Ja, Moment. Moment, Leute. Ganz kurz, ich muss ganz kurz reinschreiten. Leute, bitte. Ein sehr schlechtes Beispiel. Gib mal bitte den Arkan die Möglichkeit, dass er reden kann, weil er versucht schon seit 15 Minuten zu reden, er kommt nicht zu Worten. Bitte. Arkan, der kann bitte reden. Bitte. Soll reden, kein Problem, wir sind doch mit ihm. Genau, also wie gesagt, das wollte ich jetzt erstmal loswerden, diese ganze Sache, weil wir erleben noch Ganz kurz, Arkan. Manu, tust du mir nur einen einzigen Gefallen, stumm dich nur ganz kurz, bis Arkan fertig ist, bitte. Kein Problem, Kai. Das wäre schön. Genau, weil wir erleben hier in Deutschland sehr viel Hass. Wir haben gedacht, dass wir in Deutschland sicher sind. Allein letztes Jahr 2022 sind 3-4 Jesiden in Deutschland von radikalen Moslems abgestochen worden. Und dieser Hass ist da. Man muss es ansprechen. Und ich habe auch viele, weißt du, der IS hat auch vieles mit dem Koran rechtfertigt, was sie an Taten getan haben. Nicht nur der IS, auch generell im Osmanischen Reich. Viele arabische Gruppen haben wirklich viele Völkermorde über uns gebracht. Und ich hoffe in Zukunft, dass diese Scheiße aufhört. Und man muss auch mal über den Islam diesbezüglich sprechen dürfen. Zum Beispiel, schau mal, wir sind hier auf TikTok. Aber wenn ich jetzt mal, ich habe mal in der Schule mal mit ein, zwei Moslems mal darüber gesprochen. Die wurden sofort aggressiv. Die können es nicht leiden, wenn man eine negative oder kritische Meinung gegenüber den Islam hat. Und dann heißt es am Ende, Islam ist die Religion des Friedens. Aber wenn du mal was kritisierst, musst du teilweise um dein Leben fürchten, dann es ist schon heuchlerisch. Versteht ihr, was ich meine? Zum Beispiel jetzt, wenn ich die Kirche draußen kritisiere, keiner wird kommen und mir drohen. Höchstens wird einen blöden Spruch ablassen. Aber weh, du beleidigst Mohammed oder den Koran oder den Islam oder kritisierst es halt nur ein bisschen scharf, schon wirst du beleidigt, wirst du bespuckt, kommen Morddrohungen. Das ist eine Tatsache. Da gibt es auch viele Beispiele. Das könnt ihr nicht leugnen. Ihr könnt halt nicht immer sagen, ja, das hat nichts mehr mit dem Glauben zu tun. Versteht ihr, was ich meine? Ah, komm, ich habe eine Frage an dich, ne? Ja, bitte. Ja. Ich gebe dir genau das Beispiel. Die Kreuzzüge. Sind sie deiner Meinung nach im Namen des Christentums geschehen, ja oder nein? Nein, er ist Jeside. Ich habe mit Kreuzzügen nichts zu tun. Ich gehe drauf ein. Okay, ja, bitte. Okay, die Kreuzzüge. Sind sie biblisch, Bilal? Nein, das war nicht die Frage. Allah, Arkan wollte reden, Allah. Hä? Wieso? Er meinte doch, er ist fertig. Arkan, warst du genau, fertig? Ich habe meine Sichtweise gesagt, ich werde immer davon diese Sichtweise vertreten. Genau, und das kann mir keiner nehmen. Also okay, ich bleib kritisch gegenüber dem Islam, nicht gegen die Muslime als Menschen, nein, um Gottes Willen. Nein. Ich will nicht, dass man mir die Worte verdreht, aber kritisch gegenüber dem Islam bleibe ich, sage ich ganz ehrlich. Wir haben dich vollkommen verstanden. Vollkommen. Ne? Ich bin, wie gesagt, habe ich jetzt schon 10-mal gesagt und der Bruder Manu auch, wir sind mit dir. Ne? Und ich möchte jetzt nicht darauf die Kreuzzüge so und so. Nein, ich sage, die Leute, die Kreuzzüge begangen haben, haben sie als Scheinargument den Christentum genutzt? Das ist die Frage. Ja, aber schau mal, Bilal, eine Sache, schau mal, ich bin da in Kreuzzügen und so nicht drin, aber du musst mal schauen, die Osmanen und die Türken, die standen zweimal vor den Toren Europas, die sind bis nach Wien gekommen. Jetzt überleg mal, hätten sich die Europäer, die Christen nicht verteidigen sollen, hätten sie sagen sollen, ach komm, islamisiert uns, wir geben unsere Kultur, unsere Geschichte auf, hätten sie das sagen sollen? Steht ihr, was ich meine? Ihr müsst doch davon ausgehen, dass die sich verteidigen. Und ja, es gibt schwarze Schafe, die Verbrechen begehen, aber in dem Fall haben die sich verteidigt. Verstehst du, was ich meine? Also ihr könnt jetzt nicht immer auf die Kreuzzüge rumhüpfen. Die Kreuzzüge finden heute nicht mehr statt. Wenn ich mal anschaue, so viele Terrorgruppen, die meisten sind islamisch geprägt oder haben Ziele, um den Islam zu verbreiten. Ihr versteht nicht, worauf ich hinaus will. Ich will darauf hinaus. Die Kreuzzüge, ne, das sagt ja auch, das Kreuz, sie haben als Schein
Scheinargument, aus eurer Sicht doch, als Scheinargument den Christentum benutzt. Ihr sagt, okay. Ihr würdet ja zum Beispiel jetzt sagen, aber das ist nicht biblisch. Sie haben zwar gesagt so und so, aber das ist nicht biblisch, oder? Sehe ich das falsch? Alle stumm machen, alle bitte jetzt stumm machen. Natürlich ist das nicht biblisch, jetzt würde ich gerne eine Quelle von dir haben, wo die, eigentlich, wir brauchen darüber gar nicht mehr zu reden. So, wir brauchen gar nicht mehr darüber zu reden, es ist nicht biblisch, Punkt. 10 Gebote Musa, wir dürfen nicht töten. Eins ist davon das. Wir dürfen nicht töten. Ich betone nochmal, wir Christen, wir dürfen nicht töten. Und die 10 Gebote Moses sind ewig. Darfst du töten, Bilal? Rabbi. Ja, bitte. Ich habe mal eine Frage. Auf welchem Boden fanden die Kreuzzüge statt? Und was war denn? Die Kreuzzüge waren, soweit ich weiß, korrigiert mich oder ergänzt mich, auch Verteidigungskriege. Und warum? Weil der Islam voranmarschiert ist. In welche Länder? Mit dem Schwert. Wie lange ist er voranmarschiert? Wie lange? Bis der erste Kreuzzug war. Der war sehr dominant, ist voranmarschiert und Jesus sagt in der Bibel, wer zum Schwert greift, wird auch mit dem Schwert umkommen. Punkt aus Ende. Ja, das waren die Worte. Und ich habe gegen niemanden genau. Was. Aber ich will auf einen bitte keine Punkt Behauptung auf. Achso, aber gerne. Ich will auf einen bestimmten Punkt. Liebe Leute, es wurden jetzt die Kreuzzüge angesprochen. 470 Jahre hat der Islam die christlichen Länder überfallen, erobert, getötet, bis der erste Kreuzzug überhaupt stattgefunden hat. Das ist meine Antwort. Das können wir geschichtlich beweisen und belegen. Liebe Leute, es ist nur mal ein Fakt. Das ist so. Und ob jetzt die Kreuzzüge biblisch sind, nein, definitiv nicht. Aber letzten Endes sind wir auch alle Menschen. Ne? Wenn man angegriffen wird, irgendwann wird man auch natürlich zum Schwert greifen müssen. Hast du das jetzt gerade wirklich gesagt, Adam? Ja. Ja, was hast du gesagt? Adam, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, wenn man die ganze Zeit angegriffen werden sollte, immer wieder, ne, ja, dann wird man wahrscheinlich als Mensch wird man auch zum Schwert greifen müssen. Man muss sich ja verteidigen. Nichtsdestotrotz muss ich. Warte mal nur. Nichtsdestotrotz, die richtige Lehre ist, wenn uns jemand angreift, müssen wir in die nächste Stadt fliehen. Das ist das, was der Herr Jesus Christus uns lehrt. Aber Aram, ich weiß, was du meinst. Wir werden irgendwann mal fleischlich, das ist einfach so. Aber wenn wir jetzt nach der Lehre gehen wollen, dann müssen wir in die nächste Stadt flüchten. Aber wir dürfen nicht zum Schwert greifen. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Lex, eine Frage an dich. Ich bin gleich wieder da, weil ich mache nebenbei Sachen. Ich bin gleich wieder da. Okay, warte, dann Aram, ich frage dich mal kurz, ja? Stell mir die Frage. Nein, du hast nicht verstanden, worauf ich hinaus möchte. Das ist ja das Ding. Deswegen ganz kurz, Aram, ist nur eine Minute. Aram, du hast ja gesagt, die Kreuzzüge waren nicht biblisch, richtig? Richtig. Genau. Und meine Frage war nur, ne, ich möchte gar keinen Fass aufmachen. Meine Frage war nur, ob die Leute, die Kreuzzüge ausgeübt haben, sich auf den Christentum berufen haben. Ob es jetzt richtig oder falsch ist, haben andere Sache. Haben Sie? Genau. Das war das Einzige, worauf ich hinaus will. Bilal, ich werde nie in meinem Leben lügen, wenn ich etwas weiß. Dankeschön. Dem werde ich auch wahrheitsgemäß antworten. Dankeschön. Es wurde natürlich auch damit, sagen wir mal, befürwortet, ja. Genau, und deswegen, die Führer haben das so gemacht, aber wie gesagt, der erste Kreuzzug, mein lieber Bilal. Es war nicht biblisch. 470 Jahre, ne? Der hat expandiert und hat alle christlichen Länder im Mittleren Osten und weiter aufwärts beherrscht, unterjocht, besiegt, ne? Ja, okay. Das ist nun mal ein Fakt. Und dann, bis dann der erste Kreuzzug überhaupt befohlen wurde, weil die gesehen haben, der macht keinen Halt nirgendwo und deswegen wurde er auch beauftragt von den Führern. So, biblisch ist es auch nicht. Also das muss man auch noch dazu sagen. Biblisch ist es auch nicht. Nehme ich an. Das Einzige, worauf ich hinaus wollte, ist, dass es halt Menschen gibt, die sich auf eine Religion berufen und das für ihre
Intrigen oder Machthaberei nehmen. Und das gibt's auch im Islam. Darauf wollte ich wollte hier nicht diskutieren. Ich hab dich verstanden, Bilal, ja? Sehr gut verstanden. Aber das Problem ist, wir können halt sehr vieles aus dem Koran auch gegenstellen. Und das bezeugt, dass man als Islamisten über die anderen herrschen muss. Nicht soll, sondern muss. Das okay, ist ein Befehl. Aber diejenigen, die Kreuzzüge ausgeübt haben, müssen mir sagen, sie haben gar keine Verse genommen, sie haben gar keine Geschichten genommen aus der Bibel, nein. sie haben gar nicht legitimiert, sondern alle, die an den Kreuzzügen teilgenommen haben, waren einfach idiotisch und haben nicht mal eine Referenz für den Tag genommen. Ich verstehe deine Meinung, aber beleg mir das bitte laut der Bibel, da gibt es sowas nicht. Das ist ja eine Frage. Ich habe dir ja gesagt, ich verstehe auch deine Denkweise, verstehe ich, aber aus der Bibel kannst du sowas nicht entnehmen, gibt's nicht. Ich finde Verse in dieser Bibel. Ja, Immer aussprechen, weil ihr denkt immer, ich gehe auf Angriff. Dabei mache ich das gar nicht. Ihr denkt voll oft falsch. Nein, es ist okay, Bilal. Ich sage ja, wenn was da ist, vielleicht habe ich das übersehen, keine Ahnung. Nein, wie gesagt, es wird Verse geben, wo Tötungsbefehle drin sind. Ne? Ihr sagt, das sind Geschichten oder die sind auf damals bezogen. Aber jetzt ist ja Interpretationssache. Derjenige, guck mal, das ist ja das. Derjenige, der dem das in dem Kram passt, er wird das so auslegen, dass er das so machen kann, oder? Und das ist das Problem. Und das ist das auch Problem, was wir haben. Ich bin sehr oft in Diskussion mit Muslimen, die manche Dinge so nehmen, dass es ihnen in den Kram passt. Letzten Mal hatte ich noch eine Diskussion, man darf eine Bank ausrauben. So, verstehst du? Und er bringt dir Beweise. Lieber Bilal, also falls du so etwas gefunden haben solltest, also ich würde es wirklich gerne sehen und ich würde es echt gerne selber lesen wollen. Okay. Buch Mose zum Beispiel. Im Buch sind einige, so wie ich es verstehe. Na, ihr könnt es ja besser erklären. Ja, ganz kurz, Flexer, kannst du den Orthobro 47 hochholen? Ich weiß nicht genau, wo und welches Buch. Wir sind hier schon viele Leute, aber ich frage. Akan, ich setze dich mal ganz kurz runter und hol den. Okay, ich bin, wie du willst, Bruder. Ich mach den Platz gerne für den Bruder frei, kein Thema. Oder Akan, oder ich bin, komm, dann setz mal, ich bin kurz runter, Bruder, jetzt, okay? Dann holen wir mal den Orto hoch. Hier zu Buch Mose. Orto, Bro, aber wie gesagt, weiterhin respektvoll bleiben, weil so ist es auch angenehm und dann passt es auch. So. Guck mal, vierte Buch Mose, werdet ihr sagen, das war der alte Bund, richtig? Das war der alte Numeri. Bund. Lass uns doch lesen, Numeri, welches Kapitel? Ich weiß nicht. Nein, wir können das kürzer machen. Flex. Ja. Hört ihr mich? Ja. Wir machen das viel kürzer. Bruder Bilal, gib uns bitte den Vers und dann gib uns eine jüdische Konfession, die das so auslegt, wie du das denkst. Gib uns eine christliche Konfession, die das so auslegt, wie du das denkst. Gib uns Kirchenväter, die das so auslegen, wie du das denkst. Und gib uns jüdische Rabbiner, die so auslegen, wie du das denkst. Punkt. Okay. Bitte. So, guck mal, das ist der Unterschied zwischen uns. Du sagst eigentlich genau das Gleiche. Du sagst genau das Gleiche, was wir immer sagen. Wenn du den Vers hast, dann gib uns Tafsir-Gelehrte. Dann gib uns so. Du sagst genau das Gleiche, wie wir es sagen. Ja, aber was der Unterschied zwischen uns ist, ich habe kein Ausrufezeichen dahinter gemacht, sondern ein Fragezeichen. Okay? Ich kann dir nicht mal den Vers sagen. Habe ich doch gesagt, ich weiß nicht, welcher Vers. Deswegen, Bruder, entweder ihr kennt den Vers noch besser, ihr diskutiert Tag für Tag. Ich mach das nicht, ich bin kein Debattierer. Ein Debattierer würde euch das jetzt um die Ohren werfen. Deswegen, ich sag im vierten Buch Mose, das weiß ich so im Kopf, steht irgendwas von tötet Kinder und so. Ich weiß es nicht, ihr wisst es. So, deswegen ist eine Fragezeichen, verstehst du das? Ist kein Ausrufezeichen. Ist ein Fragezeichen. Also Bilal, ich garantiere dir, dass ich nicht weiß, wo das steht. Ich habe das natürlich schon vor ein paar Mal gehört, aber es wurde definitiv explizit erklärt, dass das nicht so zu verstehen ist. Und das ist kein Tötungsbefehl, dass wir andere Leute töten dürfen und verfolgen sollen. Absolut nicht. Und das war zu dieser Zeit einmal. Ach, und wie das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wo aber das dann ist. Hat doch Gott trotzdem befohlen zu töten, oder nicht? Bilal, darf ich ganz kurz darauf antworten?
Ja, hier, ja, 31, 4. Buch Mose 31,17. So. Aber jetzt kannst du antworten. Bilal, schau mal, Bruder. Ja. Bei uns ist das Ding, ja, das Alte Testament beinhaltet gewalttätige Verse. Ja, das stimmt. Aber ja, da bezieht sich das immer auf Verse. Es gibt, du wirst in der ganzen Bibel, im Alten und im Neuen Testament, wirst du keinen Vers finden, wo es einen Befehl gibt, dass wir Leute töten müssen. Oder du wirst keinen Propheten finden im Alten oder im Neuen Testament, beziehungsweise im Alten Testament, der als Vorbild für uns in Krieg gezogen ist, den wir als Vorbild nehmen müssen, um in den Krieg zu ziehen. So wie es bei Mohammed im Islam der Fall ist. Aber Gott hat dann befohlen zu töten, oder nicht? Also er hat es einmal befohlen zu der Zeit. In Kriegsfällen im Alten Testament, ja. Okay. Ja? Ja, also, aber das, also da, also das, also allgemein im Christentum und im Islam kann man aber nicht von der Moralität von Gott widersprechen, weil man sonst der ganzen Religion widerspricht. Verstehst du, was ich meine? Aber im Großen und Ganzen kann man diese Kriegsverse im Alten Testament nicht mit dem Koran vergleichen, weil im Koran eindeutig Befehle stattgefunden haben, die keine zeitliche Begrenzung haben. Okay. Du weißt ja, dass der Koran Allahs wörtliche Rede ist, was über den Engel Gabriel a.s. Offenbart wurde. Laut Islam, ja. Laut Islam. Genau. So, laut Islam. So, an wen wurden diese Verse offenbart? An die Sahaba und Mohammed. Also an Mohammed a.s. Er hat das dann an die Sahaba radiallahu anhum weitergetragen. Das heißt, genauso wie du sagst, im Alten Testament wurde dem und dem was befohlen, so wie habe ich richtig verstanden, dem und dem in jener Situation was befohlen, oder? Okay. Ist richtig, oder? Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Weißt du, wie wir das machen können? Genau so haben wir auch Offenbarungsanlässe, ne? Ja. Wo wir müssen gucken müssen, wir können diese Verse oder diesen Offenbarungsanlass nur nehmen, wenn wir in die gleiche Situation kommen. Und das ist meistens nicht der Fall. Meistens. Okay, zum Beispiel gibt es sehr viele Verse oder sehr viele Ahadith, die darauf bezogen sind, wenn man in einem islamischen Land, wenn man in einem Kalifat sozusagen lebt. Sehr genau. Viele. So. Okay, aber Bilal, mich interessiert aber eine Sache. Warum wird man verurteilt, wenn man seine Religion dann verlässt? Bitte erklär mir, warum? Warum muss man geköpft werden, also TikTok sportlich, Nackentherapie, wenn jemand die Religion verlässt? Warum wird er als Monarchfee abgestempelt? Warum ist er dann ein Käfer? Ich komme nicht drauf klar. Ganz kurz, Flex. Flex, da will einer mit CC unbedingt hoch. Er kennt, glaube ich. Nee. Der bringt nur Unruhe. Der kommt nur Unruhe. Alles gut. Okay. Ich kenne ihn auch nicht. Alles gut. Wir haben gerade eine sehr, sehr ruhige Diskussion. Ich will jetzt keine Leute, die hier Unruhe stiften. Alles gut. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke, Flex, dass ihr mich hochgenommen habt. Ja, kein Problem. Kein Problem. Okay, so. Bilal, rede weiter. Alles gut. Sorry, wenn ich unterbrochen habe. Wo waren wir gerade? Manuel, doch, Dings. Okay, Leute. So, ihr habt ungefähr meine Message verstanden. Also, genauso wie bei euch, wo du sagst, Kirchenväter und so, Offenbarungsanlass, ist es bei uns auch. Ja, und viele verstehen viele Verse und auch viele Ahadith, viele Verbote und Gebote falsch und missinterpretieren sie. Ne? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es komplett alles, was sie hervorbringt, ne? Ich meine, nicht heute in dem Film, sondern in anderen Filmen. Manche Sachen sind so und dazu müssen wir dann auch stehen. Ne? Ganz klar. Aber bis jetzt gab es halt nichts, wo ich darüber sprechen musste. Deswegen, ich finde die Diskussion, beziehungsweise, Bruder, ich bin kein Debattierer, deswegen ist es für mich keine Diskussion. Rein theoretisch, wenn ihr jetzt Vollgas gibt, werde ich irgendwann... Bilal, wir debattieren, Kassa normal, sehr respektvoll. Sehr respektvoll. Ich wette, wir haben so viel Spaß. Ein Kremofono Udietio, Mimini wo je nie Problemo, but in Kremofono omu pento quadudo.
Bruderherz. Guck mal, Aquaba. Nein, Bruder. Minkwa, so in Babylon. Minkwana, ja. Minkwana mit Tivin in Okasa. Wahu. Also, Obia, Minkwana mit Tivin in Okasa, ye. What I say? Mimi, no problem, no. Yeah. I don't know why you're aggressive, Takawa. Obia, religion, be a one, you're aggressive. What I say? And see, but at the end of the day, the Mima, them, they keep their rank in the phone, so what can I say? Koran. So, was Koran? Was Koran? Du bist so süß, Bruder. Messi, Koran. One time, one funnel, as you kind of saying, So one kind of year, we bet we are cast. Also, we in the sea. What I say? What are them? Same kind of. So, but we are same cast. When the man was in cast, when the me cast, we say, yeah, respect those, and I say, yeah, cut and cast. Nein, absolut nicht. Manuel's no. Er sehr respektvoll. Und die Problem bier nicht auch. Sehr kasta normal. Ja. Genau. Und wir sind ja Muslime und wir repräsentieren den Islam. Ihr könnt nicht immer so. But Bema, tie mu ye Ghana for mu njai sa bombo clad adien. Ah, adien no no. Huh? Nee, Mann, Bilal, du machst mich fertig. Du machst mich fertig. So, okay. Guck mal, ich wollte jetzt gerade die Biege machen, ne, bin ich ehrlich. Moment, Bilal ist doch Ghanese. Wie bitte? Bist du auch Ghanese? Wir sind alle Ghanesen, alle. Alter, korrekt. Guck mal, ich wollte jetzt Video machen, ne? Ich wollte euch nur sagen, ja. Manu und ich, wir sind auf Respekt hochgekommen. Ich bin eigentlich nur wegen Manu gekommen. Alles gut. Herz, Mann, Bruder. Yeah. Hier hat keiner, ist eine gute Konversation gewesen. So, wenn ich jemanden beleidigt habe, verletzt habe, soll derjenige mich verzeihen, wer auch immer. Deswegen, wenn ihr debattieren wollt und so, es gibt genug Leute, mit denen ihr das könnt, aber diese Leute sehe ich nie in euren Streams irgendwie, immer nur so unwissend. Ich bin selber auf dem Gebiet unwissend, ja? Das gebe ich vollkommen zu. Ich tue nur das, was in meiner Macht steht, aber meistens kannst du nur mit jemandem reden, der sich davor mit diesen Thematiken beschäftigt hat, intensiv. Aber für uns sind gerade andere Dinge. Wir sind Leute, die vor kurzem nicht mal geschafft haben, ihre Gebete einzuhalten oder irgendwas, wisst ihr? Und das kommt halt davor. So, diese ganzen Themen, die kommen. Ohne Bilal, unim dir be. Unim Bilal, unim dir be. Menu, meba Berlin, semiba Berlin, naja, koje Shisha rauchen. Niemals rauche ich Shisha, Bro. Okay. Und ich komme aus Hamburg. Ich weiß, alles gut. Ich weil weiß, ich meine ja nur. Berlin oder Hamburg, wenn ihr Prozent. Ja, ihr bist hier, ne? Kann, okay. Dann sprichst du die Stamme. Manuelsen ist Beba. Ja, Bra. Er fragt, ob. Ja, kommt mal. Er will Schahada spielen. Er hat gerade auf Ghanesisch gesagt, ich kann eigentlich die Wahrheit. Und Ja, na klar! Natürlich! Guck mal wieder, Bruder Bilal, Jai Jocheno, hör auf damit, Mann! Nein, okay, ich mach jetzt erstmal die Biege. Bevor du die Biege machst, wie gesagt, verzeiht mir auch, wenn ich irgendwie jemanden emotional getroffen habe oder so, das ist gar nicht meine Intention. Ich hinterfrage nur vieles. Deswegen, verzeiht mir, wenn ich irgendjemanden emotional getroffen habe. Ich habe nur das Licht der Bibel. Also, das Einzige, was ich mache, Bilal, ist, ich spreche dann eine Schahada aus, aber weißt du, was das für eine Schahada ist? Die christliche Schahada. Bilal? Bilal? Ja? Bevor du gehst, ich bin ja jetzt mal dazu gekommen, ich habe so eine konkrete Frage an dich. Ich will diesen Namen nicht aussprechen. Aber diese Gruppierungen in orientalischen Ländern, glaubst du, dass die was mit dem Urislam zu tun haben? Welche Gruppierung meinst du als Beispiel? In Syrien, in Afghanistan. Was meinst du genau? Also Taliban und so meinst du? Ja, genau. Also im Endeffekt. Also ich rede nicht mit dem heutigen Islam in Europa zum Beispiel, dieser... Das ist eine Fangfrage, antworte nicht darauf, Bilal. Nein, das ist wirklich keine Fangfrage, wirklich jetzt. Also das ist eine ernst gemeinte... Wallah, antworte nicht darauf. Da konnte ich Wallah antworte nicht darauf. Scheiß drauf.
Aber was wollt ihr mit Europa gerade sagen? Was ist mit Europa? Ja, du weißt auch, dieses... Guck mal, die Menschen, die sowas machen, danach zu fragen, ob man sowas unterstützt als normal denkender Mensch. Nicht unterstützen. Nicht unterstützen. Was für unterstützen? Ob man der Meinung ist... Antwort nicht darauf. Guck mal, ganz einfach, es gibt keine Gruppierung, die mir bekannt ist. Ich habe die Frage falsch verstanden. Ich meine, ob das was mit dem Ur-Islam zu tun hat. Mit dem Ur-Islam von damals. Wer denn in Europa? Was meinst du? Nein, ich meine, der Islam in den orientalischen Ländern, ob der was mit dem Ur-Islam zu tun hat. Der Islam ist nicht in orientalischen Ländern, der Islam ist auf der Welt. Der Islam ist in arabischen Ländern und in Italien das Gleiche. Mir ist keine Gruppe bekannt. Ja, nicht, naja, ist so wie es ist. Guck mal, mir ist keine Gruppe bekannt, die Lehren des Propheten a.s. hundertprozentig durchsetzt und mit der Methode, die der Prophet a.s. genutzt hat, nach der Methode ihre Dawa vollführt. Ich glaube, das ist Antwort genug, oder? Ist okay. Antwort nicht, aber das ist eine Fangfrage, scheiß drauf. Ist keine Fangfrage, aber ist gut. Jungs, viel Spaß euch. Wieder, komm, wir hauen ab. Okay, Manu. Okay. Auf jeden Fall, Manu, war ein schönes Gespräch mit dir und wie gesagt, es sollte ja kein Angriff sein oder so. Ne? Ja, also wie gesagt, Manu, es sollte kein Angriff sein, aber wie gesagt, einfach mal drüber sprechen. Ne? Kein Problem, kein Problem. Okay? Ja, okay. Mhm. Okay. Kein Problem. Tschüss zusammen. Also, ciao. Also, Bilal, wo ist Oko, Bilal? Misumiko, ich bin eigentlich am Arbeiten die ganze Zeit. Ihr fühlt mir jetzt. Nein, Kojej, man, so we are no waba Christo, Christo we, so what, yes, yeah. So we are, na, ya, she are now a kashahada, why? Na, my mouth. Never! Method Dunaba. Shed your chile. Method Dunaba. Okay, hey, Leute. Bra nyami fie na jae shakalanu weye nuwa honu. Ah! Uni mse nyami ye ba kupe. Ude, why you... Nyami ye ba kupe. Why you... Debi ye ba kupe. Why you... Nah. Why you triple? Kipe boga. Uko hamburger, unya triple, nubino. Shedi ochre, shere, oye shakala oho. Shaka. Ey, schade, dass die das nicht verstehen. Wie? Der du? Nein, ich sag schade, dass es kein Ghanesen ist. Ja, doch, die ist. Wir haben viele Ghanesen hier. Okay, also ihr könnt mich. Einige. Diejenigen, die den Islam nehmen wollen, können mir gerne schreiben. Sie können uns gerne treffen. Hört mich auf Fleck. Okay, warte, Bilal, bei dir, die christliche Shahada sprechen wollen, bring die zu mir, okay? Schlecht. Oh, Mann, ey. Hab mich gefreut, ich hoffe, ihr steht nicht sonst hinter uns, zwischen uns. Ja, alles gut. Kann mich gerne anschreiben und... dann ja, wie gesagt, ich bin kein großer Debattierer. Holt die Leute hoch, die auch debattieren. Ich mag auch kein Debattieren. Gerade auch was auf der Welt los ist, habe ich eigentlich andere Kopfschmerzen. Und deswegen wünsche ich euch allen erstmal einen schönen Tag und dann hören wir uns bestimmt auch mal. Kein Problem, Bruder Herz. Okay. Vielen Dank. Ciao, ciao. So. Nächster Mikrofon. Ich weiß, mein Mikrofon ist extrem laut. Ich habe auch richtig gute Kopfhörer, deswegen. Das ist extrem, ich weiß. Was hast du denn da dir angeschafft, Mensch? Wenn du sprichst oder nicht gestummt bist, dann hört man die anderen fast gar nicht mehr. Ja, weil ich habe Bomben-Kopfhörer, aber das verrate ich nicht. Das sind richtig geile Kopfhörer. Das sind 1A, wirklich. Okay. Aber ich schicke euch eine Nachricht, denn kann ich euch das mal schicken, was das für Kopfhörer sind. Eine Frage an Rabbi Jeza, dann stell mal deine Frage. Und Urban der Zweite will hoch, unbedingt. Salamu alaikum. Ey, so krass, Flexer, scheiße, Mann.
Ich wollte so gerne hoch. Ich habe schon mal mit Manu gesprochen, ne? Das wäre Teil 2 gewesen. Ja, das Ding ist, ich wollte wie gesagt, eine respektvolle, Konversation ist auch dazu gekommen. Und es war ja gut, der war ja sehr, sehr respektvoll. Ja. Und ja, es war jetzt eine gute Diskussion. Und wie gesagt, es war hier voll. Ich hätte dich sehr gerne hochgenommen, aber es war einfach hier oben voll. Du hattest doch 40 ja. Anfragen, wo ich die Anfrage gestellt habe. 40 Anfragen. Ich weiß. Aber ich habe die Leute nicht hochgeholt, weil da sind ein paar dabei, die einfach Unruhe stiften und da nehme ich sie auch nicht hoch. Hast du gesehen, Pia Vogel? Ja, Bruder, wenn das immer so ist. Was ist mit Pia Vogel? Der wollte bei dir hoch. Echt jetzt? Ja, Pia Vogel wollte auch hoch, ja. Ich habe den gar nicht gesehen, okay. Ja. Oder hab's nicht gesehen. Einfach immer in die Runde. Frag einfach immer in die Runde, ich gehe gerne runter, wenn ein Bruder hoch möchte oder so, ist gar kein Problem. Aber Flex, die konnten den Islam nicht verteidigen. Naja, sagen wir es mal so, wir wollten eigentlich über Palästina, Israel reden und irgendwann mal sind wir wieder in Religion gestoßen. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte auch gar nicht mit denen debattieren, weil wie gesagt, sonst müsste ich die ganzen Quellen rausholen und das war ja nicht die Intention. Die Intention dahinter ist einfach eine schöne Konversation zu führen und das ist auch dazu gekommen, ja, also... Keiner hat beleidigt. Am Anfang war Gefahr, dass es fast darauf hinausläuft, dass der ein oder der andere den anderen vielleicht anfährt, aber ich konnte das Gott sei Dank auch ein bisschen verhindern. Ne? Also, ja. Bruder Flexer, Gottes Segen erstmal euch allen hier. Der Cesar, der hat gesagt, der redet ganz ruhig, der macht keinen Streit oder so und der hat hier geschrieben, eine Minute, weil der wollte kurz hoch. Ich kann auch runtergehen dann für ihn. Alles klar. Weil er gesagt hat, er kennt ja, aber ich hoffe respektvoll, weil ich schmeiß die Leute gleich raus, wenn sie anfangen zu beleidigen. Darauf habe ich keinen Bock. Genau. Okay, Latina, dann hole ich ihn hoch. Kommen. Ich gehe runter. Danke. Okay, dann holen wir den mal hoch. Der soll eine Anfrage stellen und dann. Ist auch da. Predator ist auch da. Guten Tag. Ja, was können wir denn für dich tun? Weil du hast eine Anfrage gestellt. Was können wir denn für dich tun? Jetzt wird lustig. Ja, Predator, was können wir für dich tun? Ja, du sagst immer, ich wäre arrogant. Du sagst immer, ich wäre arrogant. Okay, aber was können wir... Nein. Meine Frage ist, was können wir denn jetzt für dich tun? Ja, was können wir denn jetzt für dich tun? Erstens, die Shahada können wir... Okay, my brother, you are wasting my time. You are wasting my time. Out, go out. You are wasting my time. Okay, Cesar, du kannst reden. Hallo, erstmal, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, es geht euch allen auch gut. Ja, sehr schön, ja. Das freut mich. Ich habe, Rabbi, an dich habe ich eine Frage, Bruder, ja? Ich nenne dich Bruder, weil ich respektiere dich in dem, was du denkst, in dem, was du fühlst und so weiter. Das ist dein Ding, das ist dein Körper. Jeder darf das denken, das fühlen, was er möchte. Ich respektiere dich zu 100%. Aber ich habe eine sehr schöne Frage. Meinst du mich? Ich meinte den Rabbi. Aber dich respektiere ich auch, natürlich, selbstverständlich. Okay. Wie gesagt, ich möchte im guten, vernünftigen Ton mit euch reden. Ich habe kein böses Blut oder sowas. Rabbi, was denkst du darüber? Du hast ja gerade dem Manuel etwas Schönes gefragt. Die Frage würde ich umdrehen und an dich fragen. Was denkst du über, ist das Christentum von früher, was heute auf der Welt Menschen tötet, umbringt, Länder angreift und da und dort und hast du nicht gesehen? Das Gleiche hast du ja theoretisch auf den Islam bezogen, mit ISIS, Al-Qaida und so weiter gemacht und das Gleiche mache ich jetzt zu dir. Aktuell werden so viele Länder angegriffen, so viele Menschen getötet und. Viele Länder sind leben in Armut. Ich sag nur Afrika. In Afrika, unsere Brüder leben alle in Armut. Warum? Weil die christlichen Länder sie ausbeuten. Was denkst du? Dazu würde ich gerne eine Antwort zu dir haben. Ist das Christentum von früher, also das Christentum an sich, dass das sich machen darf? Oder wie denkst du darüber? Mhm. Stell jetzt deine Frage bitte. Ja, wie gesagt,
guck mal, du hast gerade gesagt, ob der Islam. Stell deine Frage bitte in drei Sätzen. Drei Sätze. Meine Frage ist, wie ich schon sagte, ist das Christentum, das es von früher gab, dass es zulässt, dass heute... Okay, ganz kurz, Cäsar, ganz kurz. Du musst die Frage bitte, du musst sachlich vorgehen. Stell die Frage bitte... Ja, warte kurz, Cäsar. Stell die Frage bitte in 4 bis 5 Sätzen, bitte. Also, ich sag mal so, ist es normal... Und hat es etwas damit zu tun, wie das Christentum aufgebaut ist, dass heute tausende Menschen, Millionen von Menschen in Armut leben, dadurch, dass sie geplündert werden, plus andere Länder angegriffen und Menschen, Frauen, Kinder getötet werden. Hat das was mit dem Christentum zu tun? Darf ich antworten? Gerne antworte du, ich verstehe. Ich würde aber gerne Rabbi soll mir antworten. Ich möchte gerne von dir hören. Cäsar, du hast Frage gestellt, du willst doch eine Antwort darauf. Nein, ich möchte aber von Rabbi diese Antwort haben. Das wäre sehr nett. Cäsar, noch einmal, du hast eine Frage gestellt und ich will dir diese Frage beantworten. Warum bist du unbedingt von Rabbi? Erstens, wird es nicht im Namen der Bibel und Jesus Christus gemacht? Das sind Politiker. Ne? Erstens, okay. Zweitens, die NATO hat 1990, ne, in den 90er Jahren Serbien bombardiert. Ne? Okay. Das sind auch Christen. Das ist etwas Politisches, das hat mit dem Christentum und Afrika auch politisch, ne? Okay. Ich muss ganz kurz einschreiten. Und zwar bei Cäsar, guck mal. Ja. Was hat aber das, was die Menschen machen? Ja, der Mensch hat ja einen freien Willen. Ja, der Mensch hat. Ja, Moment. Was hat die Bibel damit zu tun, wenn der Mensch Fehler macht? Was hat es mit der Bibel gemeinsam? Genau, null. Bruder, das wollte ich von deinem Mund hören. Tut mir leid, genau das wollte ich von deinem Mund hören. Was hat der Islam damit zu tun, wenn irgendwelche Taliban, ISIS oder was weiß ich, irgendwelche Fehler machen? Das ist genau deine Antwort, die du, Rabbi, gerade kriegen solltest. Jessa, schau mal hier. Wir können die Schriften aufmachen. Ich kann auch aufmachen. Soll ich dir die Bibel aufmachen? Guck mal, ich mach dir mal Bibelverse auf. Ja? Wenn das okay ist, mach ich mal Bibelverse auf. Eine Minute. Du musst sie aber auch hier einblenden, dann, damit die Leute das dann auch sehen. Ne? Sehr gerne. Wir lesen gerne zusammen. Aber Cäsar, eine Sache darfst du nicht vergessen. Ich höre dich. Wir müssen respektvoll bleiben, wir beleidigen auch nicht und alles ist gut, okay? Ich habe bisher nicht beleidigt, ich habe auch nicht vor zu beleidigen. Okay, alles klar. Falls es von mir gehört, nein. Also, nein, ich habe meine Frage schon gerade beantwortet. Also, guck mal zum Beispiel. Ich widerlege ihn dir ganz schnell. Geh in Hebräer, Kapitel 10, Vers 29, 30. Da hast du die Antwort. Hier sind tausende Verse von der Bibel. Ja, ich widerlege ihn dir mit den Hebräer-Vers. Das passt schon. Geh auf Hebräer 10, geh auf Hebräer und in Kapitel 10, 29 und 30. Da hast du die Antwort. Das passt. Hier, guck mal. Ach Gott. Ich weiß schon, was du mir zeigen möchtest. Ich meine, das ist hier, guck mal, das Ding ist, wir müssen uns gegenseitig respektieren. Wenn wir uns nicht gegenseitig respektieren. Nein, lass uns mal zurück auf den Bibelvers gehen. Bruder, ich weiß nicht, was du genau meinst. Dann mach du dein Handy an, guck du rein. Ich hab hier einfach. Nimm's mir nicht böse, Cäsar, alles gut, aber ich musste gerade lachen, das ist ein bisschen witzig. Ist wirklich witzig, weil ihr habt gerade davon geredet, dass im Islam die Menschen getötet werden sollen, die nicht glauben und so weiter. Und hier steht ganz schwarz auf weiß, ach Gott, wolltest doch die Gottlosen töten, die nicht an uns glauben. Und so weiter. Aber das ist doch das mosaische Gesetz, oder? Du redest ja von dem mosaischen Gesetz, richtig? Das sind grausame Bibelzitate. Ganz groß. Cäsar, darf ich dir eine Frage stellen?
Ja, bitte. Bist du mal tatsächlich in die Schriften dann reingegangen, in die Bibel und hast das Gesamte gelesen oder hast du das jetzt da nur auf bibelzitate.de ich bin noch gar nicht fertig, ja. Bitte lass mich mal bitte meine Frage stellen. Das ist biblische Brutalität. Na, genau, also guck mal, du gehst auf eine Seite, aber dann nimm dir doch den Vers da raus, den du da gerade gegoogelt hast, ja, und geh mal komplett in die Schrift rein und lies doch mal von vorne bis Ende, ja, im Kontext zusammen. Hast du das gemacht? Ja, jetzt wieder Kontext. Gerade hieß es nicht Kontext. Bitte, ganz kurz, bitte. Guck mal, du nimmst einen Satz, einen Vers, den du irgendwo gegoogelt hast, wo einer eine Internetseite jetzt zusammengestellt hat mit grausamen Bibelzitaten. Das ist legitim. Ja. Guck dir das an. Cesar, das ist legitim. Guck dir das an. Aber dann nimm diesen Vers und geh in die Schrift und lies von Anfang bis Ende und die Bibel erklärt es dir von selber und du würdest es gar nicht zitieren, weil du wissen würdest, dass du dich eigentlich damit selber gerade schachmatt setzt. Also wenn wir jetzt in die Bibel komplett reingehen. Hier, guck mal, hier steht alles schwarz auf weiß. Das ist sogar hier vorne von irgendeiner Kirche. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Hast du das nachgelesen in der Bibel komplett? Nein, habe ich nicht. Okay, danke. Okay, ganz kurz, okay, ganz kurz. Wir machen das jetzt ganz schnell. Cesar, geh mal bitte auf Hebräer, Kapitel 10, 29 und 30 und lies uns das mal bitte vor. Da geht es genau um das, was du uns da zeigen möchtest. Ich muss mal auf erstmal Google. Leute, ich gehe offline. Ich wünsche euch allen einen Gottes Segen, Flex. Danke, dass du mich hochgeholt hast und ein Gesicht. Ja, Bruder, jetzt. Ja, kein Problem, Rabbi. Ich habe eine Frage. In der Zeit, wo ich schon am Suchen bin, könnt ihr mir vielleicht antworten gleichzeitig dazu. Lass uns mal nichts miteinander bringen, Cesar. Cesar, bitte. Lass uns mal nichts miteinander bringen. Ja, genau. Lass uns eins nach dem anderen gehen. Genau. Hebräer, weiter, Hebräer. 10, Kapitel 10, Vers 29 und 30. Vers 10, 24 steht hier. Einen Moment. 29. Auslegung. Und wenn wir mutwillig sündigen, John Piper sagt er hier. Ja, les vor. Ein Moment. Indem wir mutwillig sündigen, nachdem wir Erkenntnis, Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts, Eifer eines Feuers in der Sache. Warte, Moment. Hier ist doch nichts. Du hast es gerade eben vorgelesen. So, du musst dir jetzt mal vorstellen, wenn du mutwillig sündigen tust, was macht denn der liebe Herr? Er tut dich nach deiner Tat richten. Also wenn du etwas getan hast, du tretest Gott immer noch mit den Füßen, dann wirst du gerichtet. Das ist doch ganz klar, weil du hast das Gesetz nicht angenommen. Verstehst Allah, du jetzt, worauf ich hinaus möchte? Allah ist groß, Allah verzeiht immer. Das ist schön. Cesar, ganz wichtig ist der Vers 30, der da folgt. Lies mal bitte den. Wir kennen Bruder, den, lies mal 30, hat. Genau. Bruder, das Problem ist, guck mal, ganz ehrlich. Cesar, bitte ganz kurz. Cesar, ja. Wir kennen doch den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich werde vergelten und ferner, der Herr wird sein Volk richten. Nicht wir, nicht du, nicht ich, nicht ein Christ, nicht ein Jude. Der Herr wird sein Volk richten. Punkt. Das Ding ist, Bruder, ich bitte dich, guck mal, Guck mal, du hast es komplett aus dem Kontext genommen und deswegen habe ich gesagt, geh zurück in die Schrift und lies diesen Vers komplett mit den Versen davor und mit denen danach. Und da wird dir gesagt, wer richtet. Der Herr wird sein Volk richten. Nicht du, nicht ich, nicht der Bruder Aram. Deswegen habe ich dir gesagt, Cesar, lies dir Hebräer, Kapitel 10, 29 und 30. Da hättest du eigentlich schon den kompletten Knockout. Ja? Das Ding ist, du musst. Guck mal, der Knockout ist eigentlich nur das hier. Guck mal, es sind ungefähr. Oh, Cesar, du hast es nicht verstanden. Nein, oh je. Ich will dir nur was sagen. Es sind ungefähr 20, 25.000 Dinger hier mit tötet die Ungläubigen und hast du nicht gesehen. Und dann willst du mir einen Knockout geben, indem du sagst, du hast über eine Stunde mit Bilal und Manu diskutiert. Cesar, und warum seid ihr denn nicht auf diese biblischen Zitate reingegangen? Cesar, wo steht bitte geschrieben, tötet die Ungläubigen hier in der Schrift?
Hab ich doch gerade gezeigt, ja? Ich bitte dich, habe ich das gerade gezeigt. Das ist eben gelogen, das sind keine Befehle. Ne, was? Die stimmt doch gar nicht. Hier, steht hier. Cesar, hör auf mit dem Schmarrn, okay? Lies es komplett durch und außerdem war das nur gegenüber diesen Amalekiter damals. Das war ein Volk, wo Gräueltaten begangen hat und diese Gräuel waren zu groß zum Herrn durchgedrungen und die hat er bestraft worden. Ne? Jetzt pass auf, die sind bestraft worden damals durch den Befehl von unserem Herrn und Gott. Ne? Und es wurde ja auch damit dann auch abgeschlossen. Das heißt nicht, dass man dann jeden Ungläubigen oder dem, der nicht an diesen Gott glaubt, dass man den töten soll. Bei euch ist es genau umgekehrt. Bei euch sind es Töten. Richtig, weil sie haben Gott mit den Füßen getreten. Okay. Genau. Also, das Problem ist, guck mal, wir Muslime, ne? Wir sind, ich muss sagen, wir Muslime, wir sind bei dir, wir haben ein warmes Herz. Guck mal, als Manu und Bilal hier gesprochen haben, alles war nett. Einen Moment, Bruder, lass mich ausreden. Guck mal, gerade auch, ihr habt mich ausreden lassen. Lass mich doch ausreden. Cesar, schau mal hier. Ich habe so viele muslimische Freunde. Ich bin wirklich mehr wie brüderlich mit denen. Wir lieben die Moslems, aber der Islam ist nun mal gefährlich für die Andersgläubigen. Hast du nicht? Ungefähr 25.000 brutale Zitate wie tötet die Ungläubigen. Das hast du nicht. Die Bibel ist gefährlich. Da hast du recht. Hast du recht. Ich gebe dir absolut recht, Bruder. Aber das Ding ist, Bruder, lass mich einmal ausreden, dann kannst du reden. Okay. Aber hier verdrehst du die Tatsachen. Ne? Bruder, lass mich doch einmal ausreden. Ich will dir kurz was sagen. Guck mal, als Manuelsen und der andere Bruder hier, Bilal, guck mal, es war doch im Chat auch ganz nett und so weiter gewesen. Guck mal, diese Moderatorin, sie war sehr nett und hat sich für mich eingesetzt, dass ich hier hochkommen kann. Guck mal, da unten werde ich extrem beleidigt. Das ist der Unterschied, Bruder. Wir Moslems, wir haben ein warmes Herz. Ob irgendwelche ISIS, ob irgendwelche Taliban, ob irgendwelche Vögel, damit hat der Islam nichts zu tun. Das ist meine Antwort an Rabbi. Die Frage, was er gerade dem Manuel gestellt hat. Das ist meine Antwort. Man soll einfach an seine eigene Schublade gucken. Was hat da sehen wir Taliban gemacht, Afrika, was Mohammed nicht gemacht hat? Afrika wird ausgebeutet. Guck mal, ich sag dir mal so, das Osmanische Reich. Warum gab es das Osmanische Reich? Warum? Weil die Byzanz, die Christen von dort zu dort. Ein Moment, lass mich ausreden. Zusammen können wir nicht. Einer redet, zusammen geht nicht, okay? Ja, aber du stellst dir eine falsche Behauptung auf. Weil die Byzanz von Dorf zu Dorf die Kinder getötet, Frauen vergewaltigt haben, Männer getötet. Dann haben sich die Männer zusammengetan. Heute nennt man die Effe. Die haben sich zusammengetan, haben das Osmanische Reich gegründet. In dem Osmanischen Reich haben Orthodoxen, Juden, Christen, Evangelien, alle zusammengelebt. Alle haben im Frieden zusammengelebt. Cesar. Wir haben als Menschen zweiter Klasse, als Dimmis gelebt. Was ganz möchte ich sagen? Vor ungefähr drei Monaten hat die Türkei in Sanierung der Kirchen in der Türkei Millionen ausgegeben. Cesar, hör auf mit dem Schmarrn, lüg nicht. Das ist das Ding, mein Bester. Bei mir heißt das Lüge, bei euch ist es richtig. Das ist der Unterschied. Cesar, seit 100 Jahren hat die Türkei zum ersten Mal wieder eine Genehmigung gegeben, dass man eine Kirche bauen darf. Also hör auf jetzt damit. Das ist ein Pakt. Ich sag nur eins. Der Herr, Allah soll euch recht leiten. Mehr sage ich nicht. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Bleibt gesund. Habt ihr gehört, was ich gesagt habe? Bleibt gesund. Ich wünsche euch nur Gutes. Einen angenehmen Tag. Der Herr Jesus Christus soll dich recht leiten. Ja, ich höre aber, Kalim. Ich höre. So, darf ich kurz sprechen? Bitte schön. Und keiner redet dazwischen. Na, guck mal, wir reden hier alle über Gott, über Bibel, über das Christentum, über die Muslimen. Ne? Guck mal, Jezza, als du eben deine Kamera angemacht hast, ich habe gesehen, du hast Tattoos. Und? Es ist egal, was du hier rechtfertigst, was nicht. Du wirst genauso brennen wie ich. Ich bin im Gefängnis.
Ich war 5,5 Jahre im Gefängnis. Und ja, ich habe sie im Gefängnis gemacht. Und ich schäme mich meine Tattoos. Ja, lass mal ausreden. Warte mal, lass mal den NST kurz ausreden. Ganz kurz. Bitte. Ja, bitte. Lass mal ausreden. Guck mal, ich bin auch Moslem, praktiziere ich es, ich praktiziere es nicht. Okay? Ich praktiziere es nicht. Ich bete nicht 5-mal am Tag, ich gehe nicht Jumma zum Gebet, genauso wenig die, die über die Bibel reden, jeden Sonntag zur Kirche gehen. Was haben wir für ein Recht, ja, über Bibel und den Koran zu reden? Keiner von uns hat das Recht, denn keiner von uns ist für ordentlich. Sind nichts am Blau vom Ballam schön? Natürlich. Na, Gittichine, hast du nichts anderes zu tun? Nur weil ich Tattoos habe, bin ich ein schlechter Mensch oder was? Es geht nicht darum, ich allgemeine das. Ich sag das für jeden. Ich sag's auch für mich. Woher willst du denn? Woher willst du wissen, dass ich nicht bete? Jezza, komm dich, lass den Bruder reden. Er hat das Jezza, genauso du, wie wir alle, okay? Jezza, fass dir eine Hand an Herz. Bist du jeden Tag 5-mal am Beten? 5-mal nicht, aber 3-mal. Komm, haben 3-mal, 4-mal, mal Jezza, es kommt der Tag 5-mal. Jezza, guck mal, brauchen wir gar nicht darüber zu reden, okay? Viele von uns, ich selber bin sogar ein Heuchler, okay? Ich gehe überall hin, ich sage, ich bin Moslem, ich bete nicht. 50% meiner Leute, ich rede jetzt erstmal über die Muslime, danach rede ich über die Christen, okay? 50% meiner Landsleute gehen mit 50 Gramm Ott an den Eiern beten. Okay? Erstmal dazu. Dann kommen wir zu den Christen. Ja, man soll jedes Mal zum Sonntaggebet. Ja, man soll für alles, auch die Christen, sollen sich für alles bedanken, ja, für das, was sie haben. Aber tun sie nichts. Warum? Weil wir sind Egoisten. Wir wollen sogar das haben, was andere nicht haben, auch wenn es nur die Liebe deren Familie ist. Okay? Deswegen, ich würde einfach mal alle hier ein bisschen kleinlaut sein, nicht so viel reden. Ne, ich bedanke mich auf jeden Fall bei Flex, dem Bruder, dass er hier diesen Stream aufgemacht hat, uns das Recht gibt zu reden. Aber viele von uns haben gar nicht das Recht zu reden. Ja, denn wir praktizieren es ja nicht mal. Wir labern nur. Wir labern nur, wie jedes Mal. Wir werden geboren und labern, bis wir sterben. Bin ich falsch? Du kannst noch weiter reden. Du hast noch eine Minute 44 Sekunden. Alles gut. Alles gut, Janem. Das war schon, was ich sagen wollte. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich bei dir, dass du mir die Chance gegeben hast zu reden. Ich finde es auch cool mit dem Timer, ne? Wirklich. Ich habe dir auf jeden Fall gefolgt. Absolut. Denn du bist ein straighter Typ, ne? Ich will dir aber kurz was sagen, ja, ich finde es ja okay, ne? Du bist ja sehr respektvoll, aber ich möchte nicht, dass du dich wunderst, wenn ich eine Aufklärungsarbeit hier mache, dass du dich vielleicht wunderst, warum ich über den Islam spreche, ne? Weil ich schlage auch Quellen auf, ich rede über die Quellen und hinterfrage auch die Quellen, ne? Nicht, dass du getriggert wirst oder... Flex, okay. Dazu sage ich nichts. Ich habe mich mit meinen eigenen Eltern gestritten, was es um Islam angeht. Weil immer, wenn ich Scheiße gebaut habe, hieß es, Gott wird dir einen Stein auf den Kopf schmeißen oder sonst was. Ich habe gesagt, ihr sollt mir Gott als Liebe beten. Ja? Er ist barmherzig. Ja? Gott heißt Liebe. Gott ist überall präsent. Ja. Ja? Aber wenn wir das nicht praktizieren und meine Eltern das selber nicht praktiziert haben, dann wollen die auch nicht mit mir darüber reden. Verstehst du, was ich meine? Dann sollen die Leute gar nicht. Okay, dann bist du straight. Okay, verstehe. Das meine ich, mein Bruder. Ich küsse dein großes Herz und danke, dass du mir die Chance gegeben hast, meine Meinung hier zu vertreten. Ja, kein Problem, natürlich. Jeder darf seine Meinung teilen. Also würdest du auch eine Kritik über mich sagen, hätte ich gesagt, ja, mein Gott, ist so. Ne? Jeder hat ja seine Kritik, die er abgeben kann. Ist ja gar kein Problem. Ne? Solange diese Kritik, sagen wir mal, respektvoll ist, ohne Beleidigung oder so, ist alles okay. Da kann jeder sagen, was er will, solange es noch auf einer respektvollen Ebene ist. Ne? Genau. Danke nochmal. Ne? Ja, ist kein Problem, natürlich. Gut. Aram, du bist dran. So, Dankeschön, Musti, für deine schönen Worte. Wahrlich, es ist nun mal ein Fakt, dass wir auch Christen sehr vieles nicht mehr beachten, was wir eigentlich machen sollten laut unserer Bibel. Wir sollen, wir müssen nicht, wir sollen. Das ist sehr wichtig. Leider schweifen wir sehr viele auch von uns, von unserer tatsächlichen Lehre ab. Das ist nun mal ein Fakt. Aber zu den Muslimen hier allgemein, liebe Muslime, wacht auf.
Lest in euren Schriften, genauso wir Christen sollten auch in unseren Schriften lesen, damit wir auch näher zu unserem Herrn kommen. Denn wahrlich, in der Bibel finden wir absolute Liebe von unserem Herrn. Das ist sehr wichtig. Und liebe Muslime und Jeza, ganz ehrlich, das, was du hier machst, das finde ich überhaupt nicht gut. Allein, dass du schon nur dreimal beten tust, ne, sagt dein Koran, du bist schon raus aus dem Islam, du bist gar kein Moslem mehr. Also das ist nun mal ein Fall. Er muss die Hadithe lesen, weil normalerweise müsste er fünfmal am Tag lesen. So. Richtig, also wie gesagt, weil du jetzt nur dreimal beten tust, dann bist du schon aus dem Islam raus, laut der islamischen Lehre, laut dem Koran. Also da kannst du dich drehen und wenden, wie du willst. Es ist nun mal ein Fakt. Und wenn wir jetzt einigermaßen, sagen wir mal, die westlichen Länder anschauen, wir sind alle von überall auf der Welt hierher gekommen. Warum sind wir alle hierher gekommen? Weil eben hier diese Demokratie herrscht. Und wenn wir wahrlich sein sollten und ehrlich mit uns sein sollten, uns geht es hier viel besser wie in den anderen Ländern. Das ist nun mal ein Fakt. Und wisst ihr auch warum? Weil tatsächlich diese westlichen Länder haben ihre Grundgesetze auf die Bibel gestützt. Und deswegen ist es denen auch so gut ergangen in den letzten 40, 50, 60, 70 Jahren. Und es waren halt immer wieder diese Freiheiten da. Und diese Freiheiten können wir leider Gottes in den anderen Gegenden, wo überwiegend Muslime herrschen, nicht praktizieren und nicht ausleben und unsere Meinung nicht kundtun. Und da sind wir alle definitiv eingeengt und leben in Angst. Das ist nun mal ein Fakt. Ob du das so jetzt verstehen willst, Jeza, oder nicht, das ist natürlich dir überlassen. Wie gesagt, seit 100 Jahren haben wir zum ersten Mal wieder eine Kirche bauen dürfen und kommen mir nicht daher, dass da Kirchen in der Türkei gibt. Wir sind schon vor dem Islam da gewesen, die Christen. Das ist auch ein Fakt. Und wir haben auch 1700 Jahre, 1800 Jahre alte Kirchen da. Da kannst du nicht sagen, naja, wir haben ja auch Kirchen dort. Und das Osmanische Reich hat uns Christen absolut, absolut vernichtet. Wirklich vernichtet. Aber Gott beschützt natürlich auch seine Gläubigen. So viel dazu. Ja. Okay, was habe ich denn jetzt da gemacht? Warte. Jetzt, du kannst reden. Hallo, 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 hallo. Hallo! Okay, abschließend der Nächste. Da war ein Fehler in der Matrix. Ich glaube, ja. Guck mal. Ich werde nicht über dich urteilen, weil du tätowiert bist oder im Gefängnis gesessen hast oder sonst irgendetwas. Das ist deine Sache. Ich hoffe nur, dass du deine Tat vielleicht bereut hast. Vielleicht sahst du auch unschuldig. Ich will dich wirklich nicht darüber richten oder sonst irgendwas. Das ist alles deine Sache. Aber wenn du live kommst und Unwahrheiten oder Halbwahrheiten oder nur Punkte aus einer Sache rausnimmst, und die dann wiedergibst, dann werde ich das korrigieren oder dann werde ich auch dagegen ankämpfen, weil es hier schließlich auch um meine Religion geht und das Recht habe ich, okay? Und ich möchte auch an den anderen, der gerade drinne war, ich habe seinen Namen leider vergessen, auch sagen, also wo er gerade gesagt hat, Muslime dürfen so nicht reden, Christen sollten auch so nicht reden, ist auch teilweise richtig, aber er soll bitte auch nicht für mich sprechen, ja, also oder für andere Christen, die hier drin sind, oder für andere Muslime. Ja, jeder hat seine Gründe, warum er das tut oder warum er was sagt. Ich verstehe seinen Ansatzpunkt, ist gar kein Problem. Aber auch das ist so eine Art Vorverurteilung und Pauschalisieren von Gegebenheiten. Und es passt mir eigentlich auch nicht. Und zu der Christenverfolgung und dem Islam, also wie man frei unter dem Islam leben kann, nur mal noch mal zur Info, ja, also 100% christliches Land, Byzanz, ja, die heutige Türkei, 1915 noch 30% Christen und heute sind wir bei 0,2% christlichen Anteil. Wenn ihr mir das nicht glaubt, googelt es. Und das ist die Freiheit, die man hat im Islam, da zu leben. Ich frage mich, wo meine Vorfahren sind, ja, meine Vorväter und Vormütter. Und wo die alle geblieben sind. Also wo sind die? Ja, wenn man da so frei gelebt hat, warum sind die nicht in ihrer Heimat geblieben? Keiner verlässt seine Heimat freiwillig, weil das Herz immer in der Heimat ist. Immer. Und viele ziehen zurück, nachdem die vielleicht hier irgendwo ein bisschen gearbeitet haben oder sonst irgendetwas, weil das Herz einfach nach der Heimat ruft. Ich habe keine Heimat mehr, es tut mir leid.
Ja, meine Heimat ist besetzt. Okay? Und ich würde auch gerne zu meinen Wurzeln zurück. Aber ich kann da nicht frei leben. Und das ist der Punkt. Und jeder, der mir was anderes erzählt, ist ein Lügner. Es tut mir wirklich leid. Weil die Fakten und die Realität, die kann man alles recherchieren, das kann man nachschauen. Und so einfach ist das. Also da brauche ich mir nicht von irgendeinem erzählen lassen, dass es im Islam ist, als Christ frei zu leben. Ja, also sorry. Ich bin fertig, mehr habe ich nichts zu sagen. Kannst meine Zeit ruhig weitergeben, Flex. Du hast 15 Sekunden. Du wirst jetzt weiterreden, mein Freund. Gottes Segen an alle, die hier sind. Gottes Segen. Dann nutze ich die 15 Sekunden dafür. Ja. Der Herr liebt euch alle. Ja. Kommt zum Herrn zurück. Hallo, Lea. Wie geht's dir? Man hört nichts mehr von dir. Wie geht's dir? Let's go. Warum schreist du mich an, Flex? Ja, und zwar wollte ich fragen, weil ich es sehr oft beobachten konnte, dass viele ihre Nationalität höher pushen als den lieben Gott. Dann wollte ich fragen, wie ihr dazu so steht. Was ist euch wichtiger? Das Land, das Volk oder der liebe Gott? Das Paradies. Das war's. Das war meine Frage. Du kannst, Lea, du hast 3 Minuten, du kannst ruhig weiterreden. Alles gut, gell? Ja, aber das war meine Frage. Deswegen bin ich auch hochgekommen, Mensch. Ich habe die ganze Zeit gewartet, ich war sogar noch höflich. Ja, früher war ich eine richtige Maschinenpistole, ja, und habe nur noch rumgedonnert mit meiner Stimme und meiner Sprache, aber. Jetzt habe ich gewartet. Okay, aber Lea, dann sei wieder wie früher und mach mal Maschinenpistole. Ich stumm mich kurz. Was soll ich denn sagen? Ich bin eine Ungläubige. Ja. Glaube nicht mehr an Allah, weil ich mit diesen ganzen Schriften nicht klarkommen kann. Ja. Vor allen Dingen, weil es um P geht. Ja. P geht. Ja. Und weil es um Köpfen geht und etc. pp. Ja, deswegen ich kann das nicht. Ja, ich kann nicht. Das Problem ist auch, dass viele Muslime es nicht verstehen. Ja, du musst die Shahada zuerst aussprechen, damit man dir hilft. Das heißt, da in Afrika die ganzen Kinder, die ihr da seht, ja, die da gerade beten, ja, schön brav mit den Imamen. Es kommt mal drauf an, was für eine Gruppierung das ist, ja. Die müssen die Schahada zuerst aussprechen. Und dann wird ihnen erst geholfen. Das heißt, die helfen nur ihrer Oma. Das ist Fakt. Wie es bei den Christen ist, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, es ist nicht so wie bei den Muslimen. Weil ich habe da eine andere Erfahrung gemacht, aber naja. Wisst ihr, in eurer Registrierung, da steht drauf, welcher Religion ihr angehört. Achtet mal drauf. Das meine ich ernst. Ihr müsst es nicht glauben, aber ihr könnt es sehen. Achtet drauf, ja. Mehr habe ich nicht zu sagen. So. So, ich glaube, jetzt bin ich dran, ne? Zu deiner Frage. Afrika wird von Christen ausgebeutet. Was soll ich dazu sagen? Ich komme noch dazu. Ich habe nichts gegen den Christentum, um Gottes Willen. Ich war schon zweimal in der Kirche gewesen. Ich habe nichts gegen Evangelismus, gegen den Judentum. Nichts, nichts. Ich respektiere jede, wirklich jede Religion, das sollten auch andere tun. Ja, mal, ihr könnt mich da beleidigen, ist kein Problem. Hasserfilter und. Aber das Ding ist, wenn hier auf den Islam geschossen wird, in Sachen tötet sie alle und,
Bibelverse, über 25.000 Dings, brutale Bibelverse. Sobald man das aufschlägt, oh, das ist falsch. Oh, hier, oh, da, ja. Warte. Wie viel? Ja. 25.000, wie viel Tötungsbefehle? Wo? Hier steht über 25.000 brutale Bibelverse. Steht in Dings, Google. Guck mal, Cäsar. Nicht. Allah, Aziz. Guck mal, Aziz. Warte. Bruder, ich küsse dein Herz. Du bist Aziz, warte. Ja, okay, ich warte. Warte, Aziz. Guck mal, du hast vorhin einen Vers gebracht. Ja. Ich habe dir diesen Vers so schnell widerlegt. Willst du jetzt wirklich ernsthaft weitermachen? Bruder, du kannst mir den nicht widerlegen. Okay, Lauf blende nicht. Ihn aus für alle. Ich mach Show aus. Blende uns das aus. Nein. Einen Moment. Ja, lass mich zu Ende reden wenigstens, ja? Okay. Du kommst aus Ghana, hast du gesagt, ne? Ja, Mann, the United States from Africa, yes. Sehr schön, mein Bruder. Ihr habt das sauberste Wasser dieser Welt. Wusstest du das? Das wusste ich nicht. Also wenn ich jetzt ja sagen würde, würde ich mich selber anlügen. Aber das wusste ich nicht. Ihr habt das sauberste Wasser dieser Welt, aber das Problem, ihr habt nichts zu trinken. Die Kinder verdursten dort. Warum? Warum, Bruder? Beantworte du mir die Frage. Warum verdursten in Afrika die Kinder, obwohl sie das sauberste Wasser der Welt haben? Ich kann dir sagen, wo das Problem liegt, weil viele Dunkelhäutige in Afrika, das muss ich ganz offen aussprechen, die denken nur an ihre eigene Familien, auch die Reichen, ja, anstatt dass sie das Land aufbauen, ja. Okay, ich meine, in Ghana haben wir das Problem natürlich nicht, aber generell in afrikanischen Ländern sehr viel Korruption. Ah, und deswegen haben wir jetzt, deswegen haben wir jetzt einen Staat, der sich darum kümmert, dass es gar keine Korruption mehr geben wird. Und Afrika, ich gebe euch Brief und Siegel, wird in den nächsten 15 bis 20 Jahren wird jeder was von Afrika haben wollen. Ob die Leute wollen oder nicht. Ja, es ist einfach Fakt. So, jetzt, wer ist da dran? Moin, Flex, was geht ab? Oh nein, nicht Iman! Oh mein Lord! Warte, ich wollte noch was sagen, ich gehe auch wieder raus. Na guck mal, mir geht's darum, man sollte nicht so viel debattieren, weil eine Verbauung früher, was ihr nicht versteht. Wir dürfen nicht mal mit Christen so viel debattieren, weil in eurer Bibel sind ja viele Sachen, was Wahrheit entspricht, was denn mit dem Islam übereinstimmt. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Verse aus den Bibeln. Wenn ihr irgendwelche Versen aus der Bibel zitiert, naja, da können Muslime nicht einfach sagen, nee, das stimmt nicht, sonst was. Man muss einfach gucken, dass sie einfach die Übereinstimmung mit unserem Koran, ne? Und deswegen sage ich mal, mit Debatte immer mit Christen zu debattieren, das ist immer gefährlich auf jeden Fall. Weil das, wie gesagt, da sind auch Wahrheiten drin. Bema, Jay Shakalano, Halit Paucho. Udi Shakalan Kuma. Nein, nicht Shakalan, Bruder, weil guck mal, Aram hat auch was vorhin was gesagt, was Schönes. Guck mal, er hat gesagt, ja, weil der gesagt hat, es gab ja Tod, also dass man, dass Gott ja ein Volk ja irgendwie jetzt ja vernichtet hat und ist das ist nur für dieses Volk bestimmt, weil Gott dir ja befohlen hat. Genauso ist es über Esau im Koran. Wenn Allah SWT einen Befehl ausgibt, das heißt das nicht, dass es für jeden ist oder so. Ne? Mebou, Mebisau question. Wo ist Mebou? Mebou. Ihr nehmt die Fersen und interpretiert die Fersen. Ah, na, Onkel, ey, Kassa, alle um Pesouti. Ihr nehmt die Fersen und interpretiert die, die ihr auch wollt. Und das ist euer Problem. Und genau das ist euer Problem. Das müsst ihr ändern. Weil in dem, ihr macht Fitna. Fitna ist nicht Muslim. Schädel, auch kein Problem. Ganz einfach, Bruder. Jeder soll einfach seine Religion leben und fertig. Weißt du, was ich meine? Tiedi Amekano. Udi Obikas, immer Ade Masudin Ding Ding. Ja, Bruder, das ist. Guck mal, ich sag für mich ist Islam wirklich die wahre Religion. Für dich ist Christentum die wahre Religion. Am Ende werden wir so oder so sehen. Weißt du, was ich meine? Am Ende wird sowieso. Ja. Allah, guck mal, unser Gott glaubt bei dir Allah. Das heißt, er wird Christen. Also richten und wir sehen einfach. Man braucht gar nicht diskutieren. Bro, Mann, was ist mit dir? Alles gut, ich tu gerade was auspusten.
Mit dir, der mir kam, mir besser mit Katja und Se. Mir kam. Was ist das Geburtstag, die heute? Und ihr Schakalankuan. Was ist mein Ding? Bruder, wie gesagt, Allah wird richten und fertig. Mehr wollen wir nicht reden. Ja. Ist das Nafri? Ja, das ist Nafri, der Bruder, ja. Nafri, ich rede ohne Quelle, ist das? Ganz kurz, groß. Ganz kurz, damit wir und unsere lieben muslimischen Freunde zu einem Ergebnis kommen. Ganz kurz, bevor du weiterliest, Nafri ist King of No Quelle. Ich habe von Nafri seit Bruder, ich muss jetzt keine Quellen ein einziges Mal eine wenn, Quelle geben. Ich habe euch eine Quelle genannt. Ich habe euch eine Quelle Suche 60 Vers 8, 9 genannt. Alles gut. Sunan Anasai 31,77. Okay, wir schauen mal, was da eigentlich für ein Befehl da gibt. The hour will not begin until the Muslims fight the Turks. A people with faces like hammered shields who wear clothes made of hair and shoes made of hair. Also hier, schau mal her, lieber Jeza, wo ist der? Ist er noch da? Ich sehe ihn nicht. Cesar ist rausgegangen, schon lange. Echt? Ach so, okay. Ja. Also, schau mal her, lieber Nafri, schau mal her. Also, wenn das hier nicht Rassismus pur ist, ich meine, es gibt ja auch vieles gegen euch, gegen die Dunkelhäutigen auch, ne? Ich meine, diese Sachen schreiben nicht wir rein. Das mit Rosinenkopf, Bruder Aram, Entschuldigung, der Dazwischenfunker. Nicht nur, unter anderem. Unter anderem. Ne? Jesus Moslem. Die Schwarzen, werden in die Hölle geschickt. Von Anfang an sind dafür vorgesehen. Komm mal, hör auf, was zu lügen. Aber lieber Nafri, warte. Aber Nafri, warte mal bitte. Da merkt man, dass Flexa, kannst du ihm bitte die Quelle zeigen? Warte mal kurz bitte. Da merkt man, dass du mir schon Lügen erzählt. Guck mal, wir haben ein Beispiel wie Bilal. Ne, Bilal. Was Warte, wir wissen Bilal. Bilal war ein Moslem und er kommt ins Paradies. Hör zu, wie kann das denn deinem Vers, was du gerade nennst, dass alle Schwarzen nach dem Koran, nach dem Islam in die Hölle kommen? Da würde ich dich doch widersprechen. Und da merkt man, ihr verdreht immer so Sachen und erzählt immer solche Sachen. Das ist ganz schön. Du hast gerade eben gesagt, dass ist der Islam, dass alle Dunkelhäutigen in die Hölle kommen. Was redest du davon? Nafri, haben wir das hingeschrieben? Guck mal, und ich habe dir gesagt, das widerspricht sich, weil es gibt Koran-Verse und Hadithe, wo der Prophet sagt, ein Araber ist nicht besser als ein Nicht-Araber. Ein Weißer ist nicht besser als ein Schwarzer. Und noch was, ihr erzählt immer mit Töten. Lies mal die Suche 60 Vers 8, 9. Iman, was sagst du zu Suche 9 Vers 30? Suche 9 Vers 30, kannst du die mal rechnen? Warte, ich hab doch erstmal gefragt. Nee, wieso kannst du noch lesen? Du kennst doch deinen Koran, du bist doch Muslim, oder nicht? Ich kann nicht alles auswendig. Kannst du deine ganze Bibel auswendig, oder was ist mir gerade erzählt? Also mal kurz mal ein bisschen. Du musst nicht die Bibel auswendig können. Chill mal, chill. Suche, ja, also was ist mir gerade erzählt? Du kannst doch dein. Wie bitte? Aram? Ja. Hallo? Ja, ich bin da. Aram? Nee, mach mal die Suche 60 Vers 8, 9 auf. Weil immer, ja, die Muslime sagen, ja, wir sollen die Leute überall töten und dies, das. Mach doch die Suche 60 Vers 8, 9, das erklärt doch alles. Warum will man dieses Spielchen noch spielen? Nein, das erklärt eben nicht alles, Nafri. Okay, aber Iman, dann haben wir einen Widerspruch. Weil einmal sagt er so, einmal sagt er so, einmal so. Sagt er so, die Suche 60. Nein, nicht einmal so, das ist das Ding, weil das sind Versen. Ihr könnt nicht einfach welche Versen nehmen und einfach die interpretieren. Ihr müsst alle Versen zusammen und jede Vers ist herabgesagt wegen einer bestimmten Situation. Und das verstehen viele nicht. Iman, aber dann stimmt ja was nicht. Weil hier mehrere Suren besagen total was anderes.
Verstehe ich. Okay, dann mach doch die Suche 60 vers 8, 9 auf. Mach mal die Suche 60 vers 8, 9 auf, bitte. Okay, da gleich. Ich will kurz mit Iman reden. Bruder, nein, erst machst du das auf. Me brother. Bruder, nein, warte. Okay, Iman, mein Onkel Kassat. Oh, Onkel Kassat. Ich bin jünger als du. Sag ich also bitte den Vers. Das ist so Fremmy Onkel. Vers 8, 9. Welche ist der Onkel, Bibi? Welche Eier? Du schädigst die heute, 8, 9. Lies mal bitte vor. 8 und 9. Allah verbietet euch nicht gegenüber denjenigen, die nicht gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben, gütig zu sein und sie gerecht zu behandeln. Gewiss, Allah liebt die Gerechten. Er verbietet euch nur diejenigen, die gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch aus euren Wohnstätten vertrieben und zu eurer Vertreibung Beistand geleistet haben, zu Schutzherren zu nehmen. Diejenigen, die sie zu Schutzherren nehmen, das sind die Ungerechten. Punkt. Und da hast du deine Antwort, wann man töten darf oder nicht. Genau das steht in dem Vers drin. Das steht ganz klar, Allah verbietet euch nicht, guck mal. Ne? Und das heißt, ihr braucht gar nicht mehr mit diesen Versen zu kommen. Ja, ihr braucht gar nicht mehr mit diesen Versen zu kommen. Ihr habt doch ja Vers, wo das drin steht, dass wir nicht einfach so töten dürfen, gesund zu machen. Nur verteidigen. Da habt ihr das. Oder? Habt ihr das gelesen oder habt ihr nicht gelesen? Bema Fatafsir Bremina Jai Yochreno. Du kannst doch Deutsch, liest das doch nochmal vor. Allah verbietet euch nicht. Hey, was willst du denn da noch darüber diskutieren? Das steht doch ganz klar, du kannst nicht einfach so töten, Bruder. Das ist doch ganz klar. Na, alle Wuki Kemsa, Jesse Wuki Kemsa. Das ist doch ganz klar, Bruder. Bitte sag doch mal einmal ehrlich. Er hat gerade was vorgelegt. Das ist ganz klar. Die Muslime dürfen nicht einfach töten. Verteidigen dürfen wir. Verstehst du, was ich meine? Udi jetzt hier, Jesse Wuki Kemnu Namam in Kassa. Habibi. Du weißt selber. Bruder, ich wollte das sagen. Und ich wollte sagen, guck mal, wir Muslime dürfen auch nicht die Bibel leugnen, wenn ihr irgendwelche Sachen auch sagt. Man darf, die Muslime dürfen nicht einfach sagen, nee, das stimmt nicht oder sowas. Wenn das mit unserer Religion übereinstimmt, müssen wir das annehmen. Deswegen müssen Muslime auch aufpassen, wenn ihr irgendwelche Sachen zitiert, dass sie einfach sagen, nee, das stimmt nicht. Das wollte ich nur sagen. Ja, aber das abrogiert dann wieder. Das ist ja total viele Widersprüche dann. Das sind keine Widersprüche. Ich habe dir doch gesagt, es gibt bestimmte Zeiten, sind Versen herabgesandt. Ne, für bestimmte Ereignisse. Das ist es immer. Willst du mir jetzt sagen, dass du für jede Handlung in deinem Leben eine Sure und eine Eier aufmachen musst, dann musst du die Tafsire dazu sagen und dann musst du schauen, wann das herabgesandt wurde. Willst du mir das damit sagen? Ja, jetzt erkläre ich dir das. Warum regieren? Warum sagt er, wir haben ja Scharia, ne? Das sind ja Gesetzgebungen. Gesetzgebungen wie also Politik, wie man wenn eine Situation passiert mit einem Mensch etc., wie man mit dem Mensch vorgeht. Genau das ist das. Die Verse sind in bestimmten Ereignissen herabgesandt worden. Weil dann brauchst du noch Gelehrte dafür, das alles aufzulegen. Natürlich. Für jede Aktion deines Lebens brauchst du... Nicht für jede Aktion, wenn irgendwelche Sachen passiert, wenn es Streitereien gibt. Stell dir mal vor, ich hab jemanden beklaut. Beispielsweise. Ist keine Philosophie. Ich habe jemanden beklaut und ich habe sein Recht genommen. Ne? In der Religion ist es so, der Allah bestimmt. Allah kennt doch seine Gesetze noch besser als wir. Oder nicht? Er bestimmt halt, was mit den Menschen passiert. Genau, Nafi, ganz kurz bitte, ganz kurz. Genau, Nafi, genau das jetzt was Richtiges gesagt. Allah bestimmt die Gesetze besser als du. Als wir, als... Warte, Nafri, guck mal, wir hören dir die ganze Zeit auch zu, du haust dir wirklich wie ein Maschinengewehr komplett alles raus, ist auch in Ordnung. Aber wenn du sagst, Allah bestimmt die Gesetze und er macht das genauer als wir oder sonst irgendetwas, ich habe bisher von dir wieder mal einfach nur Philosophie gehört. Im Koran, der Bruder Aram, warte mal ganz kurz, bitte. Der Aram zeigt dir die ganze Zeit anhand von Quellen und Fakten deine Schrift, dein Wort von Allah. Und was du aber machst, ist, einfach nur philosophieren. Okay. Ich suche gerade genannt. Nafri,
Warte doch ganz kurz. Die Brüder haben dir doch und die Brüder und Schwestern haben dir doch gerade gesagt, wir wissen ganz genau die Abrogation, welche Sure wann zuerst gekommen ist, welche danach kommt, wer was aufhebt. Okay, mit dieser Taktik, Bruder, bitte, Bruder Nafri, bitte, guck mal. Wirklich jetzt, du redest hier wirklich nicht mit kleinen Kindern, die sich nicht mit dem Koran auskennen, die nicht wissen, wie er herabgesandt worden ist, dass es Medina-Verse gibt, Mekka-Verse gibt, dass die eine den anderen aufhebt, wenn die im Widerspruch zueinander stehen. Wir wissen das alles, das ist alles Dakia-Taktik. Ich verstehe dich, das ist kein aber dann musst du, guck mal, das ist doch unsere Religion. Das ist Dakia, das ist, nein, guck mal, das ist wirklich Dakia. Entweder weißt du es, warte mal, Nafri, warte bitte, entweder weißt du es und lügst, oder du weißt es nicht, und dann wirklich möchte ich auch nicht über dich urteilen, aber dann muss ich dir sagen, dann setz dich nochmal mit deinem Koran auseinander und vertraue nicht den Leuten, die dir irgendeinen Bullshit erzählen, nicht mal mir, vertrau bitte, sondern geh und prüf es für dich selber nochmal, weil anscheinend hast du hier keine Ahnung. Ja, okay, bei euch haben viele keine Ahnung, nur ihr habt Iman, Iman, ganz kurz, danke, lieber Bruder, ich bin Iman, schau mal, mein Lieber, schau mal hier, allein Sure 2, schau, wir lesen ab Vers 7, Allah hat ihre Herzen und ihr Gehör versiegelt, über ihrem Augenlicht befindet sich eine Hülle, für sie wird es gewaltige Strafe geben. Ja. Unter den Menschen gibt es manche, die sagen, wir glauben an Allah und an den jüngsten Tag, doch sind sie nicht gläubig. Sie möchten Allah und diejenigen, die glauben, betrügen, aber sie betrügen nur sich selbst, ohne zu merken. In ihren Herzen ist Krankheit und da hat Allah ihnen die Krankheit noch gemehrt. Jetzt pass auf, da hat Allah ihnen die Krankheit noch gemehrt. Für sie wird es schmerzhafte Strafe dafür geben, dass sie zu lügen pflegten. Und wenn man zu ihnen sagt, stiftet nicht Unheil auf der Erde, sagen sie, wir sind ja nur Heilstifter. Genau, richtig. Dabei sind sie doch eben nur, schau mal, du musst hier eins bemerken, mein Lieber. Allah will nicht, dass diese Leute vielleicht zurückkehren. Er tut sogar diese Krankheit noch mehr über sie bringen. Natürlich. Natürlich. Wenn ein Mensch, ich gebe dir ein Beispiel, wenn ein Mensch ein schlechter Mensch ist und du gibst ihm mal wieder Chance, sich zu ändern, ne? Ich will dir was erklären, bitte. Wenn du jetzt jemand immer die Chance wieder gibst und sein Herz ist so krank, ne? Denn sein Herz ist so krank. Also ganz ehrlich, Iman, wir lesen hier aus dieser Schrift, und wenn man zu ihnen sagt, glaubt, wie die Menschen glauben, so sagen sie, sollen sie wir glauben, wie die Toren. Ich lese gerade aus deinem Koran und du tust mich unterbrechen. Wie die Toren glauben, dabei sind sie doch eben die Toren, aber sie wissen nicht. Und wenn sie diejenigen treffen, die glauben, sagen sie, wir glauben, wenn sie jedoch mit ihren Teufeln allein sind, so sagen sie, wir stehen zu euch, wir machen uns ja nur lustig. Also das ist ja brutal. Ich meine, diese Sachen sagt dein Allah gegenüber die Menschen. Weil die mit dem Teufel arbeiten. Ich meine, das ist doch ganz normal. Sagt dein Allah, das ist ganz normal. So, und dieser Allah, warte, ganz kurz. Okay, das ist alles normal. Jetzt sage ich dir noch etwas, ganz kurz. Okay, das ist alles normal. Natürlich, ist ganz normal. Warum sollen wir das tun? Ganz kurz. Okay. Gut. So, das heißt, das ist normal, dass er dann dir auch befiehlt, ne? Der befiehlt dir dann hier. Na? So, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie den Tribut aus der Hand entrichten. So, und das ist also normal, dann musst du ja gegen mich kämpfen. Na? Das sagt ja dein Allah. Warte, ich sag das lieber auf Ghanesisch. Iman, ohne nun Kokontokwa, because du Ubuk nur er kann. Bruder, hör mal zu. Das Ding ist, was er da vorgelegt hat. Was er alles vorfunden hat, stimmt alles. Ne? Weil im Endeffekt, ich hab dir gerade versucht zu erklären, manche Gruppen, nicht das, was, hört ihr mich? Sehr leise. Leise. Jetzt hört ihr mich besser? Ja. Guck mal, wenn manche Gruppen nicht das danach leben wollen, was an Gott herabgesandt wurde, etc., das Gott selber richten. Nicht wir Menschen richten nicht. Verstehst du? Und wenn Gott kennt die Herzen am besten, er hat die Menschen geschaffen.
Er hat die Menschen geschaffen und er kennt die Menschen am besten. Und wenn er in einem Mensch was sieht, was wir nicht sehen und sagt, dieser Mensch ist schlecht, ne? Oder also macht nur Böses auf dieser Welt. Und ne, dann macht Gott, was er will. Weil Gott kennt uns am besten. Nicht, wir kennen uns nicht mal am besten. Selber nicht mal ja, besten. Ja, aber dann, ne? befiehlt er diese Leute zu töten. Hä? Okay, ich habe mal eine Frage an dich. Ich habe mal eine Frage an dich, ne? Ich bring dir noch eine Frage. Ich habe eine Frage an dich. Wenn jemand hier was Schlechtes, jemand was Schlechtes macht, was passiert mit denen hier in Demokratie? Der wird auch ins Gefängnis gepackt, oder nicht? Der Staat befiehlt, die Person ins Gefängnis zu packen, oder nicht? Ja, aber schau mal hier, du gibst es ja gerade zu, dass du diese Befehle ausführen würdest. Welche Befehle ausführen würde? Ich habe dir gerade einen Vers gelesen lassen, wo steht, wir dürfen einfach nicht irgendwelche Menschen töten. Und jetzt sagst du auf einmal, ich würde nicht mehr viele ausführen. Forward, das macht doch gar keinen Sinn. Also, guck, da merkt ihr, ihr dreht alle, ihr verdreht alles. Iman, who did you? Die Oke Kanu, ich habe dir Beweise gebracht. Du hast es gerade selber vorgelesen. Du hast ihn selber vorgelesen. Oh, okay, ja? Beweise. Fatschremi, wo ist Beweis? Fatschremi, zeig. Ganz kurz, darf ich ganz kurz was fragen? Fatschameli. Nafri, wann wurde die Sure herabgesandt, wann wurde der Vers herabgesandt, den du zitiert hast? Das weiß ich, also weiß ich nicht. Siehst du? Guck, und genau darauf wollte ich hinaus. Guck mal, okay, deswegen hatte ich vorhin erwähnt mit der. Warte mal, ganz kurz, bitte. Ganz kurz, guck mal. Ja. Nochmal. Also, guck mal, ich frag dich ganz easy, wann wurde der herabgesandt? Du weißt, dass es Medina-Verse gab und Mekka-Verse gab? Genau, richtig. Okay, du weißt, dass die zu einer unterschiedlichen Zeit und zu einer unterschiedlichen Position, die Mohammed hatte, herabgesandt worden sind. Genau, hab ich schon gesagt, richtig. Warte, bitte. Weil du beziehst dich immer wieder, kommst du zurück auf diesen Vers. Ja, und ich möchte dir ganz kurz was erklären. Also viel mehr möchte ich es dir nicht erklären, weil ich hundertprozentig davon überzeugt bin, dass du es weißt. Ich mache das wirklich für die Leute, die zuhören, okay? Also, es gibt medianische Verse und es gibt mekanische Verse, okay? Das, was du jetzt gerade das, was du gerade erwähnt hast, okay? Und ich frage dich die normale Frage, die einfache Frage, wann wurde die herabgesandt? Du kannst es nicht mal beantworten. Ich sage dir, dass es einen Unterschied gibt, auch zeitlich, und dass, wenn ein Vers mit dem anderen im Widerspruch steht, er abrogiert ist. Das heißt, deiner zählt nicht mehr, okay? Also selbst nicht mal das kannst du mir beantworten, aber du holst diesen Vers als Vergleich und der Bruder Aram versucht dir die ganze Zeit zu zeigen, was der Koran aussagt, was du zu tun hast und was nicht. Also du kennst entweder diese Regeln nicht nochmal, also komm bitte nicht wieder auf diese Sure, auf diesen Vers zurück, weil du kennst anscheinend die Regeln nicht, du kennst die Zeit nicht, wann sie herabgesandt worden ist, aber nimmst sie als Beweis für deine Argumentation und das klappt nicht. Okay, dann frage ich mal, wann wurdest du denn herabgesandt? Wenn du ja das so ich habe dir noch eine Frage gestellt. Ja, aber du damit würdest du meinen, ja, du weißt, wann er herabgesandt wurde. Hey, Iman, Machu, ich hab dich. Iman, Machu, wann wurdest du herabgesandt? Vom Bundes herabgesandt. Machu. Ich habe doch gerade gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe dir nur erklärt, dass es so ist, dass es Verse gibt, die zu Medina-Zeiten runtergesandt worden sind und welche die mekanisch sind. Warte ganz kurz. Ja, ich kann dir sagen, wann die Verse herabgesandt worden sind, die der Bruder Aram genannt hat. Die kamen hinterher, als Mohammed erstarkt ist und gekämpft hat. Das bedeutet, dass deine vorher kam. Also ist deine abrogiert. Und jetzt? Kannst du dir deine Antwort selber geben? Hey, Mann. Aquanachu. Wachu. Bema, Wachu, Iman. Du sagst, das kam hinterher, richtig? Sagst du ja, ne? Ja, richtig, ja, okay, richtig, zu 100%. Wann kam das denn? Kannst du mir das mal bitte sagen?
Ich kann dir kein Uhrzeit, Datum oder so nicht Uhrzeit, aber das steht. Bruder, guck mal, hör mal zu, pass auf, guck mal. Yeah. Pass auf. Nein, ich hab dich doch verstanden. Es gibt nur keine Schuhe. Du rührst dich hier gerade wirklich selber ins Auf, okay? Dann frag ich mal so. Warte mal, bitte. Wann hat Mohammed die Eroberungskriege geführt? Wann hat er die geführt? Dann wo wir die ein Kalifat hatten, also in Medina. Als er stark geworden ist. Genau, Medina. Ganz genau. Und dann kam die suchen. Warte, Bruder, ich bin. Also hat Mohammed ja wohl doch Kriege geführt. Allah. Bruder Flex, er hat mehr als Kriege geführt. Er hat Massaker angeführt. Nicht nur Kriege. Er hat Massaker angeführt. Warte, ich habe schon eine Frage. Wann wurde dieser Vers herabgesandt? Ich habe es dir gerade beantwortet. Die suchen. Die Verse, die der Bruder Aram gerade gelesen hat, sind die runtergekommen sind, als er erstarkt war. Und die du vorgelesen hast, ist vorher gekommen. Und es gibt den Vers der Abu Dhabi. Guck mal, dann macht dein Koran keinen Sinn. Warte, deswegen sag ich doch, warte doch bitte. Sag mir, wann dieser Vers herabgesandt wurde. Ich such dir jetzt was raus, warte einen Moment. Also ich rede über diesen Vers, was Aram vorgelesen hat. Sag mir, wann das herabgesandt wurde und ich gucke jetzt, wann dieser Vers... Sag mal, willst du Uhrzeit und Datum haben? Nicht Uhrzeit, ob das mechanisch oder mit der Nische... Uhrzeit und Datum? 14:36 im Jahre 600... Damit machst du ein Spiel spielen. Du hast gerade erwähnt, es ist mechanische... Du spielst hier das Spiel, verstehst du das nicht? Ich habe dir gerade gesagt, die Sure von Aram ist herabgesandt worden, als er erstarkt war. Okay. Dann sag mir, bist du jetzt zufrieden? Sag mal, Aram, versteht er kein Deutsch oder Flex, was sagt ihm? Er will nicht, als Mohammed erstarkt ist. Und das war später. Und wann? Und das, was du gesagt hast, warte mal ganz kurz. Das, was du gesagt hast, ist... sind Verse, die Mohammed die Mohammed gebracht hat, als er noch die Anerkennung der Juden und der Christen gesucht hat. Das war am Anfang. Aber das, was Aram hieß, ist später gewesen. Ich habe keine Uhrzeit und ich habe kein Datum. Ich habe keine Uhrzeit. Hast du ein Uhrzeit und Datum? Warte, ich stelle dir die Frage zurück. Dann sag mir bitte Uhrzeit, Ort, Datum von der Sure, von dem Vers, den du gerade genannt hast. Nenn ihn mir. Guck mal, deswegen sage ich, du verlangst das von mir, ich verlange es jetzt von dir. Du spielst das Spiel, weil du hast gerade Uhrzeit, Datum, Ort, Uhrzeit, Datum und Ort, bitte. Guck mal, da merkt man, dass du Spiel spielst. Ja, ganz genau, siehst du? Wenn ich das ausgenommen nehme, funktioniert bei dir auch nicht. Erzähl mir das, Uhrzeit, Ort und Datum. Hör mal zu, du hast doch gerade unsere Regelung erklärt. Uhrzeit und Datum, bitte. Da merkt man, dass du irregeleitet bist. Du hast doch gerade unsere Regelung erklärt. Guck mal, okay, das, was du gerade mit mir machst, funktioniert nicht. Und ich zeig das anhand dessen, dass ich das Beispiel umdrehe. Zeig, dass der Islam Uhrzeit naht. Das war der Rat, eine Uhrzeit naht. Du hast gerade unsere Regelung erklärt. Uhrzeit und Datum. Du hast doch gerade eine Regelung erklärt. Uhrzeit und Datum, bitte. Ich warte auf Uhrzeit und Datum. Ist das so schwer? Ey, Fetchen, was meine ich denn? Wir sind irregeleitet. Er hat gerade unsere Regelung erklärt. Leute, lasst mich reden, ganz kurz. Er verlangt von mir eine Antwort drauf, aber kann selber keine geben. Ja, weil du irregeleitet bist. Du hast doch gerade eine Regelung erklärt. Du hast gesagt, es gibt mit deinem irregeleitet. Du hast gesagt, es gibt 100% nicht irregeleitet. Guck mal, und da merkt man, ich vertritt alles. Du hast gerade vorhin gesagt, Nafri, Bruder, Iman. Warte bitte, er hat gerade gesagt, wir haben eine Regelung im Islam, wir haben einen mechanischen Pferd. Der sagen wir, und mal, ja. Pass auf, dann will er uns so sagen, mein dieser Vers abgesandt wurde. Nafri, ich lese dir vor. Sure 2, Vers 106, schlag's bitte nach, damit du es mitlesen kannst. Nochmal an alle, Sure 2, Vers 106. Schakalaka. Wenn wir einen Vers aus dem Wortlaut der Offenbarung tilgen oder in Vergessenheit geraten lassen, bringen wir dafür einen besseren oder einen, der ihm gleich ist. Weißt du denn nicht, dass Gott zu allem die Macht hat? Das ist der Vers, der diese Abrogation legitimiert. Ich kann dir kein Ort und Zeit und Datum nennen, genauso wenig wie du das kannst. Guck mal, aber was du nämlich was Schönes kannst, erklärt. Du hast gerechtfertigen. Guck mal, du hast doch gerade was Schönes gesagt. Koran, Allah sagt, er gibt andere Verse. Guck mal, und jetzt, wie erklärst du das? Guck mal, und da meint man, das meine ich. Dass du einfach was meint er damit? Bist. Ich sag doch was. Du hast gerade was Schönes gesagt. Erzähl mal. Du hast gerade gesagt, in unsere Religion gibt es mechanische Verse und mechanische Verse. Richtig?
Und Aram hat die Versen jetzt, warte doch, Aram hat gerade Versen ja vorgelesen. Und ich frage dich, sag mir, aus welcher Zeit dieser Vers abgesandt wurde, ob das mit italienischen Vers oder mechanischen Vers. Kannst du es bitte sagen? Ja, sag, komm, antworte mal. Ja, ich hab doch gesagt, antworte, ich fass es doch nicht. Du ja, hast es doch, doch mal, sag doch mal. Ist gerade wie warum weißt du das nicht als Moslem? Boah, ey, und dann merkt man, ihr seid ehrengeleitet. Du hast es doch nicht. Nein, aber warum weißt du das nicht? Guck mal, du kommst mit diesem Argument, ja, deswegen frage ich dich, sag mir bitte. Warum weißt du das nicht? Sag mal. Guck mal, mit euch diskutieren macht keinen Sinn, ehrlich gesagt. Dann, ich lasse es. Weil nein, aber sag doch mal, warum du das nicht weißt als Moslem. Du hast ja diese Regeln. Guck mal, ich versuche dir so, pass auf, guck mal, ich erkläre dir jetzt was. Wir können gleich wieder normal und vernünftig miteinander diskutieren. Mit euch diskutieren wir nicht. Weil du erwähnst, guck mal, ich frage dich sogar, ob du das bitte bringst. Guck mal. Und dann sagst du, weißt du, dann erwähnst du nicht. Yeah. Nafri, pass auf, was ich jetzt gerade hier gemacht habe, ist, auf deine Philosophie kann man nur so reagieren. Wir können jetzt wieder zurückkommen und vernünftig miteinander reden. Aber ich frage nicht doch, du hast gesagt, ich habe da kein, ich hab da kein Problem mit. Möchtest ich du bin, normal, ich bin, möchtest du normal ich reden? Ich bin. Ja. Du darfst reden. Also reden wir jetzt normal. Du darfst reden, Bruder, jetzt. Okay, also, wo war Mohammed zuerst? Mohammed war zuerst in Mekka und ist dann nach Medina. Also haben wir mekkanische Verse und wir haben Medina-Verse, okay? Mekka-Verse sind die ersten, die Herabsendungen, und Medina kam zum Schluss. Und da war er dann erstarkt und hat seine Eroberungs- und Angriffskriege geführt. So, das ist die zeitliche Eingrenzung. Ich kann dir keine Uhrzeit nennen oder irgendein Datum oder sonst irgendetwas, das kannst du nämlich genauso wenig, ja? Das geben eure Schriften nicht her. Aber so kannst du den zeitlichen Zeitraum einordnen, okay? Und wir wissen, ich habe dir gerade Sure 2, ich habe dir gerade diesen Vers, warte, ich lese ihn dir gerne nochmal vor, ja? Ich habe ihn jetzt wieder weggemacht, einen Moment. Ich finde ihn jetzt gerade nicht. Ich habe ihn ja gerade vorgelesen, ich habe dir auch die Versnummer genannt. Und das ist das dieser Vers der Abrogation, weil sich die Gläubigen selber gewundert haben und haben gesagt, wie, hier hat er so gesagt, aber hier sagt er dann so. Also kam ein Vers runter, der dann besagt, wundert euch nicht über das, ne, wenn wir etwas auslöschen oder tilgen oder in Vergessenheit geraten, bringen wir euch was Besseres. Ja, also das ist das Thema der Abrogation. Wenn du das selber noch nicht verstanden hast, dann komm bitte nicht mit einem Vers, der aus der Zeit von Mekka ist, der hebt nämlich kein Vers aus der Zeit von Medina auf. Weil immer das, was zuletzt herabgesandt ist, zählt. Punkt. Also hör bitte auf mit deiner Philosophie und frag nicht nach Uhrzeit und Datum oder sonst irgendein Bullshit, wenn du selber besser weißt. Du knockst dich jedes Mal selber aus und du checkst es nicht mal. Onassis. Ich bin fertig. Guck mal, und wie gesagt, und da merkt man, dass du einfach irregeleitet bist. Guck mal, ich habe dir gesagt, du hast recht. In unserer Religion gibt's mechanischen Vers und medanischen Vers. So, und ich wusste nicht, wann das herabgesandt wurde, ne, ob das mechanische und medanische Vers war. Du hast gesagt aber, das, was Aram vorgelesen hast, wisst ihr ganz genau, ob das mechanische oder medanische Vers ist. Ne? Und deswegen sage ich ja, dann bringt den Beweis, ob das medanische Vers oder mechanische Vers ist. Und dann meinst du ja, dass mein Vers, was ich ja zitiert, was Aram vorgelesen hat, dass es davor war. Dann bringe bitte diesen Beweis, dass so oder so vorher war. Ganz einfach, nur das habe ich gesagt. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Bringe diesen Beweis, dass dieser Vers, den Aram, was ich ihm gesagt habe, dass er zitiert hat, dass es dieser Vers in Mekka war. Also vor dem medanischen Vers. Wenn man Kassau, na Uhr, er soll das bringen, weil er versucht, die Leute jetzt zu verhören. Wenn man Jay,
So, Nafi, diesen Vers mit der Abrogation habe ich gerade nicht zur Hand. Ich weiß es auch nicht mehr, welcher das ist, aber den gibt es tatsächlich, das wissen wir alle. Und hier, mein Lieber, jetzt zeige ich dir hier noch etwas. Ich will hier nur ausschließlich wirklich aus deinem Koran zitieren. Also hier, das ist die Sure 9, Vers 5. Wenn nun die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann lasst sie ihres Weges ziehen. Gewiss, Allah ist allvergeben und barmherzig. Schaut mal her, meine lieben Leute. Ich meine, es sind ja nicht nur 2 oder 3 oder 10. Das sind wirklich hunderte von Versen dementsprechend so aufgeschrieben. Von daher, liebe Leute, das müsst ihr natürlich beherzigen und bedenken. Ne? Also ich weiß nicht, warum der liebe Nafri oder hier Iman immer wieder auf eine Sure zurückgeht, weil das ist ja alles total im Widerspruch gegenüber sich selbst. Ich meine, das müsst ihr doch verstehen irgendwann, oder? Jetzt machen wir mal die Sure 206 auch noch auf. So, was wir an Versen aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen, wir bringen bessere oder gleichwertige dafür. Weißt du denn nicht, dass Allah zu allem die Macht hat? So, also hier hast du schon mal einen kleinen Einblick oder Übersicht über diese Sachen, Iman. Such nach der Wahrheit, bleib in der Wahrheit, bleib aufrichtig, das ist das Wichtigste, nichts anderes. Ja. Naja, ich habe mir meine Frage immer noch nicht beantwortet, ich bin echt enttäuscht. Aber naja, was erwartet man auch? Ich bin eine Ungläubige. Ich zähle nicht zu den Christen, ich zähle nicht zu den Muslimen, ich zähle auch nicht zu den Juden. Also daher, meine Frage war, wofür seid ihr? Für euer Volk, für euer Land oder für den lieben Gott? Für das Paradies? Das war meine Frage. Kann man sie mir nicht einfach beantworten? Ach ja, übrigens, Aram, ich wollte dich fragen, diese Sure, ist das im Koran? Beziehungsweise ist das nicht in den Hadithen? Und wenn das nicht in den Hadithen ist, weil es gibt ja unterschiedliche Korane, ne, das wissen wir mittlerweile schon. Und wer sind die Götzendiener damit gemeint? Weil wenn man sagt, dass die Bibel, das Injil nicht verfälscht ist und dass man es nicht so meint. Also man weiß schon, dass die Kirchen angegriffen werden, ja? Und dass sie verfolgt werden. Ich meine, das kann man nicht leugnen. Ich habe übrigens auch 2 Frauen gesehen, 2 junge Frauen. Ich war schockiert, ja? Es waren irgendwo in Indien oder so. Die Männer haben die jungen Frauen vergewaltigt. Die waren ziemlich nackt, ja? Die haben sogar noch ganz gechillt aufgenommen, ja? Und sie dann in eine Landschaft gebracht und sie dann da verbrannt, ja? Die Frage stellt sich mir jetzt aber, was für Christen waren es? Ja, weil der Vatikan hilft ja nicht, ja? Und auch ein paar Orthodoxe helfen auch nicht. Deswegen stellt sich mir jetzt die Frage, was für Christen waren es? Hier im Dschungel, da ruft der Löwe. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, Iman, ich habe eine Frage an dich, aber ich will dir jetzt nicht zu nahe kommen oder so. Und, wie? Du weißt nicht, was besprochen werden soll. Doch, ich habe aber eine Frage. Allah, Jesus, 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 Halleluja. So, Iman, du kannst mich beleidigen, du kannst mich nennen, was weiß ich, laut Bibel darf ich nichts sagen. Ist egal, alles gut. Ich will jetzt nicht die Wörter in den Mund legen. So, was würden die mit uns machen oder mit mir als Christin, wenn ich in ein islamisches Land gehe und da über Jesus Christus rede? Was würden die mit mir machen oder mit anderen? Was glaubst du, würden die machen? So, da ich nur noch 6, wie viel? 1 Minute
und 2. Ja, und ich wollte einfach nur mitgeben, die Bibel muss ich nicht auswendig können. Ja. Warte kurz, ich habe einen Anruf bekommen. Die Bibel muss ich nicht auswendig können und als Christin, aber ich weiß Bibelverse und ich bin nicht gezwungen oder so. Also es, wenn du ein Buch liest, ja, ein Roman oder was weiß ich, weiß nicht, ob du Bücher liest, also es ist jetzt keine Beleidigung oder so, nein, sondern da musst du dann musst du ja erstmal klar, da musst du erstmal den Inhalt lesen, um was es geht. Dann liest du ja auch nicht so, sofort das ganze Buch. Verstehst du, was ich meine? Und so ist es mit der Bibel. So, jetzt sind nur noch 22, 21 Sekunden. Ja, Gottes Segen an euch und diese Zeit, ich mag das nicht so, diese Timer, aber egal. No, Moment. Aziz. Guck mal, ne, wie gesagt, der Ich Bin hat nicht verstanden, was ich meine. Guck mal, es geht ja darum, Aram hat einen Vers vorgelesen, ne? Und da habe ich zu Aram gesagt, guck mal, lies diesen Vers vor, so. Und dann sagte ja, Ich Bin, ja, ihr wisst ja ganz genau diesen Vers, ja, was Aram vorgelesen, ne, hat. Das ist ein Vers, was nachdem er stark wurde und nach Medina gegangen ist, also das ist ein medianischer Vers. So, und wiederum meinte er diesen Vers dann, was ich Aram da gesagt habe, soll das bitte vorlesen, hat dann Ich Bin gesagt, dass dieser Vers vorher war. Dann soll er, aber er hat es ja gesagt, er hat gesagt, dieser Vers war vorher. Dann soll er einfach einen Beweis bringen, ne? Sag den Vers nochmal, die Nummer davon. Sag den Vers, nochmal, die Nummer. 60, 8, 9, dass du sagst, das war vor. Mekanischer Vers, ist Medina, so, pass auf, zeig's dir. Nach ja, Zakashi zeig. Sind folgende 29 Suren. Oh. Was Medina, Mekka. Ja, ist Medina. Ist Medina, ne? Ist Medina, ja. Sag okay, mal den Vers. Sure 60, Vers 8, 9. Warte, ich schau nochmal nach. Bruder, ich bin super Arbeit, ich könnte auch später nochmal nachschauen. Ich schau nach, alles oh, okay. Gut. Alles gut. 60, was? 60, Vers 8, 9. Einen Moment. So, wo habe ich das jetzt? Ja, das ist medinisch. Da hast du recht. Okay, ist medinisch, ne? Okay. Wann wurde er stark? In Mekka oder Medina? Jetzt hast du deine Antwort. Das war in der Zeit. Ich hab doch gerade gesagt, du hast recht. Habe ich doch gerade gesagt, oder nicht? Okay. Wenn ich jetzt was falsch sage, gebe ich dir recht. Das ist gar kein Problem. Aber, okay, das heißt, in der Zeit, wo die stark waren, ist dieser Vers herabgesandt worden. Nicht, wo die dann vertrieben wurden oder sonst was. Das war, wo er schon Startform hatte. In den Scharia und so etc. Welches war jetzt Aram? Wo ist Aram? Aram, welches war jetzt dein Vers, den du gebracht hast? Naja, das war Sure 9, Vers 5. Und Sure 9, Vers 29. Ja, ist auch Medina. Jetzt haben wir einen Widerspruch. Ist auch Medina. Jetzt haben wir einen Widerspruch. Warum haben wir einen Widerspruch da? Ja, weil wir einen Widerspruch haben. Weil das, was Aram sagt, auch zur medianischen Zeit gekommen ist. Und das, was, guck mal, also das ist noch nicht mal gedeckt durch die Abrogation. Oh, jetzt müssen wir ganz genau, nein, warte, guck mal. Yeah. Ich habe dir auch, guck mal, bitte, ich bin wirklich sehr fair. Nafri, jumpy. Lass mich ausreden, Ich meine aber Bruder, warte. Guck mal. Ich wollte dir noch was sagen. Ich meine in diesem Vers, wo Aram gesagt hat, töte die überall, wo ihr sie sieht. Bitte, warte ganz kurz. Nafri, warte ganz kurz. Guck mal, ich bin wirklich fair, wenn ich einen Punkt irgendwo gebe,
dann gebe ich ihn dir. Ich habe dir gerade ehrlich beantwortet, dass deine, dass dein Vers zu medianischen Zeiten herabgesandt worden ist, also nachher. Nur haben wir jetzt aber den Widerspruch, dass das in den Suren, also zu den Versen, die Aram gelesen hat, die auch medianisch sind. So, was haben wir jetzt? Okay, also, das heißt, woran dann, glaubst du jetzt? Woran folgst du jetzt? Ist das jetzt ein Widerspruch? Nein, ist kein Widerspruch. Da muss man die Situation, man muss jetzt die Situation betrachten, warum das herabgesandt wurde. Verstehst du? Da haben wir eine Regelung. Nein, guck mal, Bruder, dann sag mir mal die Situation. Ich weiß es ja nicht. Den anderen, das andere ja. Guck mal, das Wort Allahs ist doch allgemein gültig für alle Zeiten. Natürlich, aber das ist für eine bestimmte. Okay, also. Hast du Tafsir? Aber nein, guck mal, gib uns die Tafsir. Wir können doch die Tafsir noch so aufschlagen. Ja. Nafri, guck mal, nochmal, pass auf. Ich kann jetzt nicht den ganzen Koran stundenlang mit dir durchgehen, weil du nicht ein einziges Mal ein. Nein, guck mal, wir sind jetzt hier. Nein, guck mal, wir sind jetzt hier die ganze Zeit dabei. Du stellst irgendwelche Behauptungen auf, ohne das wirklich zu beweisen. Ich bin für dich mit reingegangen. Ich habe dir gesagt, dass du recht hast an dem einen Punkt. Ich habe dir gesagt, dass du recht hast. Es ist eine medianische, medianischer Vers. Aber Aram seine sind auch medianisch. Und jetzt sage ich dir, jetzt haben wir ein Problem, weil jetzt haben wir einen Widerspruch. Deswegen sage ich, es ist kein Widerspruch. Wir haben keinen Widerspruch. Ja, dann erklär mir, dass es kein Widerspruch ist. Ist kein Widerspruch, weil ich erkläre, man muss die Situation gucken, wann er herabgesandt wurde. Wegen was? Okay, dann erklär mir die Situation, wann er herabgesandt worden ist. Er soll mal den Tafsir öffnen. Er hat das doch vorgelesen. Soll er mal bitte den Tafsir öffnen? Guck mal, Nafri, ich mach doch jetzt hier nicht deine Arbeit. Du willst Du stellst doch jetzt eine Behauptung auf und ich bin jetzt reingegangen nach meiner Behauptung. Okay, ich bin gerade auf der Arbeit, deswegen hast du recht, man sollte nicht bei Arbeit. Wenn ich unterwegs bin, draußen bin und die Quellen nicht an der Hand habe, gehe ich auch nicht in ein Live und diskutiere. Okay, hast du recht. Also entweder deswegen, Flexer, bitte. Ganz kurz, Nafri, stumm dich mal bitte. Einmal ganz kurz. Yes. I am here. Guck mal. Wir diskutieren immer und immer wieder mit Nafri, immer und immer wieder mit Nafri und immer kommt er rein, er ist entweder nicht zu Hause, er ist auf der Arbeit, er ist unterwegs, er hat keine Quelle an der Hand. Ich habe noch nie gesehen, dass er überhaupt nur eine Quelle, wir schlagen diese Sachen jedes Mal für ihn auf. Ich habe ihm hier gerade gezeigt, dass ich auch noch ehrlich bin und ihm meinen Fehler korrigiert und ihm gesagt hat, in dem Punkt hat er recht, aber jetzt haben wir einen Widerspruch. Und ich wirklich kann es nicht die ganze Zeit mit ihm Sachen aufmachen. Entweder soll er nicht reinkommen oder er soll reinkommen, wenn er die Quellen lesen kann und seine Behauptungen belegen kann. Nafri ist King of No Quelle, nenne ich ihn immer. Ja, und guck mal, ganz ehrlich, ne, man kann nicht alles auswendig lernen oder wissen, ja, und ich kannte die Suche auch nicht, ich wusste nur, dass es medianische und mechanische Verse gibt, und wenn die im Widerspruch zueinander sind, dann heben die sich die Seite auf. Sag mal, Leute, könnt ihr mich sehen, dass ich gerade Auto fahre, oder wie? Man kann nur den Blinker hören. Was kann man hören? Den Blinker vom Auto, tick-tack, tick-tack. Ah. Ach so, ja, jetzt, ja, ich bin gerade am Fahren. Yeah. Nafri! Nafri! Ich bin recht geben, ne? Da hat der vollkommen recht. Wie gesagt, da kann ich nicht widersprechen. Ich werde einfach heute Abend wieder online kommen, ne? Ja. Nafri, Maminka, Seminchiro! Was? Nafri, wann sprichst du die christliche Schahade aus? Der Vater unser? Bruder, hör mal zu. Niemals mein ganzes Leben werde ich das aussprechen. Aber ich liebe trotzdem Jesus. Ich liebe ihn trotzdem. Verstehst du, was ich meine? Bra Jesus oder Jesus, yeah, the way. So what, yes, yeah. Hey, ich liebe auch ich liebe Jesus, Isa, alles salam. Ich liebe ihn. Iman, wenn wir ganz ehrlich sind, ist euer Isar liegt unter Jesus. Ich meine, da ist ein Widerspruch schon da, die Maria, die wo Jesus Isa geboren hat, ist nicht einmal die Maria zu Jesus Lebzeiten. Also, da ist ein brutaler Fehler, Riesenwiderspruch dort schon. Sie wird als die Schwester von
von Aaron bezeichnet und von Musa. Und es ist 1400 Jahre vorher schon gewesen. Also das ist ein totaler Widerspruch und das ist ein riesengroßer Fehler. Aber jetzt möchte ich der Lea antworten. Lea, das war eine sehr, sehr gute Frage, was du aufgestellt hast hier. Wohin wir wollen. Definitiv ist unser Ziel, das Paradies zu unserem Herrn zu gelangen. Das war eine sehr starke Frage von dir. Gott segne dich. Wahrlich, wir, sogar viele Christen, können sich wirklich eine Scheibe davon abschneiden. Und besonders sehr, 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 sehr viele Muslime, muss man ehrlich sagen. Ja, also liebe Leute, also das war eine starke Frage. Also wenn wir wirklich wahrhaftig sein sollten, lassen wir doch die Menschen in Ruhe, die sollen glauben an das, was sie wollen. Und wir sollen sie nicht zwingen. Wir sollen sie nicht misshandeln, wir sollen sie nicht verurteilen. Genau, richtig. Das sagt alles die ganze Bibel aus, nicht der Koran. Der Koran sagt, ihr müsst töten, ihr müsst verfolgen, ihr müsst den Islam ausleben, ihr müsst die ganze Welt islamisieren und dann kommt der Frieden auf die Erde und dann kommt der jüngste Tag. Aber so steht es geschrieben, lieber Iman. Ja? Ich habe da was auf der For You gesehen, aber es könnte auch gefaked sein. Ihr wisst ja, ne? Meistens machen die ja wirklich Fake und so, ne? Aber ich habe da was auf der For You gesehen und das, bin ich ehrlich, das hat mich ein bisschen erschrocken, ja? Aber es wundert mich auch ein bisschen. Leute, ich habe eine Warnung bekommen. Ich glaube, ich muss kurz Stream beenden, weil sonst habe ich ein Problem. Ja, alles gut. Ich habe eine Meldung bekommen. Okay. Ja, aber machst du live an, dann kann ich dir die Frage stellen. Ja, okay. Also Leute, fühlt euch alle gedrückt. Ich liebe euch und ja, ich komme später nochmal live. Okay, Fleck, danke. Yes. Alles klar, Gottes Segen, Leute. Also, tschüss.